Ja, hey Schnitzli und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Phoenix Wright Ace Attorney Trilogy. Diesmal starten wir Episode 2, Wiedersehen und Wandel, mit, wie es aussieht, Mayas Schwester, würde ich mal vermuten. Zumindest sieht dieses kleine Mädchen Maya sehr ähnlich und ich bin super gespannt, wohin uns die Reise führen wird. Insofern würde ich sagen, legen wir doch direkt mal los. Ah nein, kleine Anmerkung vorher noch. Ich habe ein neues Setup, an das ich mich immer noch gewöhne. Ich hoffe, der Ton ist diesmal besser. Ansonsten schreibt es mir einfach in die Kommentare. Wir kriegen das dann zusammen schon hin. Jetzt für heute geht's erstmal so los. Mal gucken, was erwartet uns in Episode 2. Möchtest du spielen? Ja, aber unbedingt. Das war kein Unfall. Oh oh. Man hat mich betäubt. Mit Schlaftabletten. Ich wurde ermordet. Von dieser Person. Darum habe ich mich gerächt. Das ist nur gerecht. Nicht wahr? Inni? Jetzt sehe ich dich endlich wieder und... Es ist nicht deine Schuld, du hast es nicht getan. Nein, ich... Ich habe es getan. Ich habe diese Person umgebracht. Oh mein Gott. Leute, was ist das? Okay, wir haben einen richtig strongen Start. Maya denkt, sie hätte jemanden umgebracht. Ich hoffe mal nicht. Ich hoffe, dieses kleine Mädchen vom Start war nicht einfach Mayas Replacement, weil Maya ist jetzt böse. Tja, was soll man machen? War sie irgendwie besessen von einem Geist oder so? Ist es das? Aber das warst nicht du. Das ist egal. Ich hätte es genauso gut gewesen sein können. Sie hat jemanden überfahren? Ich kann nicht glauben, dass so etwas passiert. Die Ereignisse dieses verregneten Nachmittags, mit dem das Schlamassel begann, wiederholen sich immer wieder in meinem Geist. Juni, 15.34 Uhr, Anwaltskanzlei Wright und Partner. Naja, oder auch Wright ohne Partner, ne? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Immer wieder denke ich, ne? Jetzt haben sie es. Jetzt ist irgendwie durch mit, keine Ahnung, wie verzwickt so ein Fall noch werden kann. Und dann kommen die mit sowas um die Ecke. So diesmal war es Maya einfach. Schon wieder. War sie es nicht schon mal? Was für ein deprimierender Regen. Verstehen Sie, wie sehr mich das deprimiert? Verstehen Sie das? Wer ist er denn? Ich schätze schon. Aber statt deprimiert zu sein, bin ich wütend auf die Wetterfrau im Fernsehen. Ich glaube, unsere kleine Regenfront wird heute mit einem sonnigen Tag pausieren. Das hat sie gesagt. Darauf würde ich mein Leben verwetten. Nun, so ist das Wetter halt. Aber darum habe ich heute keinen Schirm dabei. Von wegen, Wetterfrau. Die erfährt von meinem 1500-Dollar-Anzug. Wegen ihres Falls. Wenn sie nicht vorhaben, die Wetterfrau zu verklagen... Es tut mir leid. Ich dachte nur, dass wir von dem Geschäftlichen vielleicht etwas plaudern. Ach so, das war dein Plauderton. Okay, sorry, das habe ich nicht erkannt, ne? Ist natürlich ein guter Gesprächsanfang. Ist freundlicher Start. Ist das Gegenüber schon mal offen, wenn man erstmal zu rantet. Immer gut, um Freunde zu finden. Mein Name ist Dr. Turner Gray. Ich bin Chirurg. Erinnert mich daran, dass ich nie unter seinem Messer enden will. Naja, außer schlechtes Wetter, ne? Ich bin heute wegen dieses Vorfalls hier. Eine Zeitung. Kunstfehler an Gray Klinik für Chirurgie. 14 Patienten verlieren dabei ihr Leben. Wie Kunstfehler? Oh, sie sind der Arzt an der... Es ist wirklich sehr ärgerlich. Haben Sie gehört? Ärgerlich. Ja, ich habe sie gehört. Ich stimme Ihnen zu, Dr. Gray. Es ist sehr ärgerlich, dass du 14 Leute umgebracht hast. Oder was ist das? Also, wie genau bist du da involviert, Herr Gray?
Diese Schwester hat Mist gebaut. Ach, ist die Schwester auf dem Bild, die so verzweifelt dasteht? Sie hatte die Medikamente verwechselt und diese 14 Patienten getötet. Okay, wie konnte sie mit einmal Medikament verwechseln 14 Leute töten? Sollten die alle irgendwie Narkosemittel kriegen und sie hat halt Säure genommen? Hä? Wechselt man nicht? Also ich meine, ich kenne mich nicht mega gut aus in Krankenhäusern, ne? Ich weiß nicht, wie es läuft. Aber man nimmt doch nicht einfach eine Flasche, ohne drauf zu gucken, und spritzt das dann direkt allen, oder? Vielleicht schon, ich weiß nicht. Und trotzdem, hören Sie gut zu, trotzdem hatte diese Schwester die Nerven zu sterben, ohne ihren Fehler zuzugeben. Sie hat mir nicht einmal eine Erklärung geliefert. Und das ist die Höhe. Woran ist sie unter den 14 Patienten? Sie hat einfach einen fetten Unfall und fährt ihren Wagen zu Schrott. Krach, Knirsch und schon sah ihr Wagen aus wie eine Ziehharmonika. Ja, also ich meine, sie ist jetzt halt gestorben. Ich bin unsicher, ob das gerade pietätslos ist, was der Mann da abzieht mit seinem Rant, ne? Okay, also bei diesem Unfall ist die Krankenschwester gestorben, ja? Sehe ich das richtig? Stimmt ja, vor etwa einem Jahr haben die Boulevardsendungen darüber berichtet. 14 Opfer eines Kunstfehlers. Warum heißt das Kunst? Was ist denn ein Kunstfehler? Kunstfehler ist, wenn ich mich vermale und wegradieren muss, oder? Also warum? Oder kenne ich da die Bedeutung des Wortes nicht? Warum heißt das so? Mysteriöser, tödlicher Unfall der Krankenschwester, ja. Es gab Gerüchte, dass Dr. Gray diesen Unfall verursacht haben soll. Ach, so. Es hieß, er wolle so die verantwortliche Person für immer verschleiern. Ach so. Das heißt, die Gerüchteküche brodelt, dass Dr. Gray damit drinne steckt. Ich möchte mal nebenbei sagen, das Feuer sieht echt cool aus, ne? Wo ich jetzt mir die Animation so angucke. Schon geil animiertes Feuer. Ja, an der Stelle mal loben, ne? Warum sollte ich? Also, ich sage das genau einmal. Warum alles in der Welt sollte ich die Schwester töten? Sie hat diese 14 Patienten ermordet, nicht ich. Sie sollten tief durchatmen, Doktor, und sich eher auf die wichtigen Punkte konzentrieren. Zum Beispiel mal zum Optiker zu gehen und ihre Brille anpassen zu lassen. Boah, würde mich das nerven. Ich hatte das auch schon mal, dass meine Brille so, dass die Bügel so zu weit auseinandergegangen sind, dass die mir immer runtergerutscht ist. Ey, das würde mich ja zu Tode nerven. Konzentrieren. Dieser Fall ist schon ein Jahr her. Warum wollen Sie ihn neu aufrollen? Ganz einfach, weil mir die Sache aus den Händen gleitet. Das geht so nicht weiter. Meine Klinik sieht heutzutage nicht mehr so viele Patienten. Verstehen Sie, was das heißt? Das heißt, Sie kommen nicht mehr in meine Klinik. Ja, das habe ich schon verstanden. Was Sie nicht sagen. Ich würde da auch ganz sicher nicht hingehen wollen. Oh, Phoenix, mitten in die Wunde mit dem Finger, ne? Ich meine, ich kann es auch verstehen, aber just saying. Also, was soll ich Ihrer Meinung nach jetzt dagegen tun? Ich will, dass Sie mir helfen, meine Unschuld zu beweisen. Sie wissen, dass ich ein Anwalt und kein Privatdetektiv bin, oder? Ja, naja, aber du hast schon von ziemlich vielen Leuten die Unschuld bewiesen, das stimmt schon. Aber wie hängt Maya da jetzt mit drinne? Hat Maya das Auto gefahren, oder was? Hä? Nein, es gibt da etwas, das nur Sie tun können. Hä? Maya Fay. Sie kennen dieses Mädchen, richtig? Ist Maya wirklich in dem Auto gefahren? Ja, Maya? Woher kennt er nur ihren Namen? Ich habe gehört, dass sie eine Weile lang für sie gearbeitet haben. Naja, ich meine, hey, einen Moment. Sie hat für mich gearbeitet, wenn dann mal, ne? Ich habe für sie gearbeitet? Ja, stimmt das nicht? Sie sagte mir das, darum bin ich nicht ganz sicher, ob... Naja, wir haben in einigen Prozessen zusammengearbeitet. Sehr diplomatisch, Phoenix. Sehr diplomatisch. Ich hätte jetzt gesagt, dass sie für dich... Hat sie überhaupt Gehalt bekommen? Oder irgendwer? Vielleicht war sie mehr so eine Praktikantin, ne? Oder eine gute Freundin, die dabei war. Dabei sein ist alles und so. Aber sie ging zurück in ihre Heimatstadt, um sich weiterzubilden. Ach ja, davon habe ich gehört. Sie müssen sehr einsam sein. Was? Moment, ich bin nicht. Um diese harte Ausbildung zu schaffen, muss sie außergewöhnlich sein. Hä? Hä? Ja, jetzt bin ich auch verwirrt. Was hat Maya mit all dem zu tun?
Ich habe eine Bekannte, die viel über diese mystischen Dinge weiß. Sie hat mich Frau Faye vorgestellt. Ist Maya wirklich so berühmt? Naja, Phoenix, schnall dich mal hart an, ne? Vielleicht sieht es auf deinem Resümee in Zukunft gut aus, wenn du mal für sie gearbeitet hast. Und ich habe bereits ein Treffen arrangiert. Wofür? Wofür schon? Für eine Beschwörung. Ach so, er will die Krankenschwester wiederholen und dass sie sagt, dass sie an allem schuld ist. Ja, also... Also erstens mal könnte es ja sein, dass sie sich selber umgebracht hat, aus Schuld oder so. Ne? Vielleicht hat sie das Auto absichtlich irgendwo gegengefahren. Das kommt ja vor. Und ich weiß nicht, wenn ich so ein Geist wäre, ne? Und dann ruft mich irgendwer und sagt, hier, Prinzessin, gib mal bitte zu, was du alles für Scheiße gemacht hast in deinem Leben. Ich wäre so, entschuldige mal bitte, ihr habt mich nicht gerufen, um irgendwelche Deals mit Dämonen zu machen. Ihr habt mich nicht gerufen, um mich zu huldigen für meine großartigen Taten. Ihr habt mich gerufen für sowas. Ich weiß nicht, ob ich das dann noch zugeben würde. Ich meine, ich bin schon weg, ne? Also, ich dachte, ich hätte das hinter mir dann, das Schlimme, was ich gemacht habe. Sie soll den Geist der Schwester rufen, die sich umgebracht hat. Oh oh. Maya, ich frage mich, was sie im Moment anstellt. Was stellt sie im Moment an? Wir, die Frauen der Familie Faye, waren schon immer Medien. Die Kraft, mit den Geistern zu sprechen, ist stark in uns. Das hat sie mir gesagt. Ich vermute, sie hat gelernt, die Verantwortung anzunehmen und erwachsen zu werden. Hä, das hat sie doch schon die ganze Zeit gemacht. Jetzt tu mal nicht so, als wäre Maya mega verantwortungslos gewesen. Nur weil sie mal ein bisschen mit dir zusammengearbeitet hat. Abgesehen von der Ausbildung ist dies ihr erster Versuch, einen Geist zu rufen. Darum stellt sie eine Bedingung, bevor sie meiner Bitte zustimmte. Eine Bedingung? Sie sind diese Bedingung, Herr Wright. Sie sagte, sie würde die Beschwörung nicht durchführen, ohne sie vorher wiederzusehen. Mich? Oh, das ist ja süß. Hallo? Erstmal zu sagen, nein, ich mach das nicht, bevor ich nicht Phoenix wiedersehe, das spricht schon dafür, was sie für gute Freunde sind, ne? Voll niedlich. Und darum habe ich sie aufgesucht. Sie wollen sie doch auch wiedersehen, oder? Ja, schon. Aber haben wir sie nicht im letzten Fall gerade gesehen? Und darum besuchte ich zusammen mit dem Dr. Myers Heimatstadt. Hä, sie war doch aber im Tutorial auch gerade da. Oder? Irre ich mich. 19. Juni, 13.25 Uhr, Kurain? Keine Ahnung, wo das ist, ne? Aber sieht hübsch aus. Sieht beschaulich aus. Das ist also das Dorf Kurain, Mayas Heimatstadt. Oh, wer ist sie denn? Das Mädchen vom Cover. Bist du Mayas Schwester zufällig? Weil du siehst exakt so aus, als wärst du Mayas Schwester. Nanu, hallo du. Nicht sehr gesprächig, das Mädchen. Was für ein seltsames kleines Mädchen. Hey, warte auf mich, Pearly. Jemand anderes kommt her. Nick, es ist Maya. Es ist Maya. Hi, Maya. Freut mich, dich wiederzusehen. Maya, wie geht's dir? Schön, dich wiederzusehen. Wow, ich dachte nicht, dass du es wirklich kommen würdest. Ja, Nick, du hast dich doch aus eigenen freien Stücken dazu entschieden, mal deine gute Freundin Maya zu besuchen und es nicht etwa nur gemacht wegen irgendeinem Auftrag, oder? Keine große Sache. Bei dir hört sich das so an, als wärst du so weit weg. Gerade wenn sie nicht so weit weg ist. Okay, Phoenix, da hättest du wirklich mal vorbeigucken können, ne? Nun, vielleicht habe ich übertrieben. Ein kleines bisschen. Es waren nur 2 Zugstunden. Hätte ich das gewusst, wäre ich öfter gekommen. Okay, er wusste es nicht. Er hätte auch mal googeln können, ne? Nein, das darfst du nicht. Ich habe das bereits entschieden, weißt du? Bis ich erwachsen bin, muss ich hart arbeiten und streng mit mir sein. Oh, okay. Wie dem auch sei. Glückwunsch. Ich freue mich, dass du dir die Ausbildung, dass dir die Ausbildung etwas bringt. Ach, okay. Na dann, Maya, erzähl mal, wie geht's? Heutige Beschwörung, Kurain, das Mädchen von vorn. Aber wir hatten ja eigentlich gelernt, dass man immer von oben nach unten gehen muss, ne? Aber eigentlich würde ich lieber erstmal Smalltalken, bevor ich zur Arbeit komme. Komm, erzähl mir mal von deiner Heimatstadt. Das ist also deine Heimat, Maya? Jawohl. Kurain, aber ich habe gehört, dass einige Leute es das Tal der Medien nennen. Interessant. Also ist jeder, der hier lebt, ein Medium? So ziemlich? Die meisten meiner Vorfahren waren auch welche, denke ich. Das stimmt vermutlich, da die Gabe der Fae, mit Geistern zu sprechen, so stark ist. Aber nur die Frauen in diesem Dorf sind Medien.
Und was machen die Männer? Sie arbeiten meist irgendwo außerhalb des Dorfes. Ah, okay. Das heißt, die Frauen sind hier alle Medien und die Männer machen dann wahrscheinlich so die Versorgung und so, ne? Ergibt Sinn. Obwohl ich mich frage, warum die Gabe des Geisterbeschwörens so sexistisch ist. Warum gehören das eigentlich nur Frauen? Okay, das Mädchen von vorhin. Ja, war das deine Schwester? Oh ja, ich wollte dich noch nach dem Mädchen fragen, das ich sah. Kennst du sie? Oh, du meinst Pearly? Pearly ist voll der süße Name. Pearly? Pearl Fay, sie ist meine Cousine. Ah, okay, nicht Schwester, sondern Cousine. Aber nah dran, ne? Ist sie nicht putzig? Genau wie meine Wenigkeit. Cousine? Moment, das heißt ja dann, sie ist auch ein... Ja, sie ist auch ein Medium. Pearly ist ein wahres Genie in Sachen Beschwörung. Ich verstehe. Ich hoffe, ich habe sie nicht erschreckt, als ich vorhin mit ihr sprechen wollte. Nein, nein, es liegt nicht an dir. Meine Tante hat dir eingebläut, wenn eine verdächtige Person mit dir sprechen will, rennst du weg. Das war eine gute Lebenslektion, Tante Fay. Verdächtig? Naja, du trägst zum Beispiel keine Ausbildungskleidung. Natürlich nicht. Pearly ist der Schatz meiner Tante, darum darf sie das Dorf nicht verlassen. Sie weiß nicht viel über die Welt jenseits von Kurain. Tante? Pearlys Mutter ist meine Tante, Mensch. Komm schon, Nick. Ja, so funktionieren Cousins und Cousinen. Okay, cool. Na dann, jetzt zum Dienstlichen, die heutige Beschwörung. Du bist jetzt wohl ein vollwertiges Medium, da du deinen ersten Job annimmst? Ja, ich hätte nicht gedacht, dass es so schnell gehen würde. Aber dieser Fall, kennst du die schreckliche Geschichte, die dahinter steckt? Erzittere vor der Macht des Maya-Spionagenetzwerks. Mal sehen, 14 Personen starben wegen eines Kunstfehlers von Dr. Gray, nicht wahr? Und um die Schuld auf die Krankenschwester zu schieben, brachte er sie so um, dass wie ein Autounfall aussah. Hä? Was ist denn dieses Maya-Spionagenetzwerk? Die Boulevardzeitungen. Das dachte ich mir. Ich nehme dich nur auf den Arm, Nick. In Wahrheit war es umgekehrt. Dr. Gray hat mir alles erzählt. Ach komm schon, Nick. Ich würde doch keinen wahnsinnigen Mörder als Klienten annehmen. Das ist sogar für mich zu fürchteinflößend. Ja, vermutlich schon. Naja, aber okay. Bisher habt ihr auch nur sein Wort, dass er das nicht war, ne? Just saying. Nun, Nick, ich muss jetzt gehen. Die Beschwörung beginnt gleich. Dafür, dass du darauf bestanden hast, dass wir vorher reden, rennst du jetzt aber ganz schön schnell weg, meine Liebe. Hä? Ach ja. Ich führe die Beschwörung in meinem Haus durch, also komm doch rein, okay? Wenn ich fertig bin, können wir ein paar saftige Burger grillen. Oh mein Gott, ich glaube, ich mache Maya will essen auf meine nächste Bingo-Karte, ey. Na gut, viel Glück, Maya. Danke. Und ciao, Kakao. Wenigstens ist sie immer noch dieselbe putzmuntere Maya. Dann untersuchen wir hier doch mal. Was haben wir denn hier? Einen großen, fetten Stein. Ein riesiger Felsen, der bis in den Himmel zu ragen scheint. Naja, okay, so groß ist er nicht. Auf einem alten, schäbigen Schild steht sein Herkunftsort. Sieht aus, als würde man diesen Felsen den Kurainer Felsen nennen. Da steht eine richtig komplizierte Erklärung, aber kurz gesagt leben Geister an diesem großen Stein. Oder so ähnlich. Ja, oder so ähnlich, ne? Yadi yada, hier Touristenattraktionen, dies, das. Die anderen Dorfbewohner leben in diesen strohbedeckten Häusern entlang der Straße. Das sind nicht annähernd so groß und schön wie das Anwesen vor meiner Nase. Ach, hat die Familie Fay etwa das schönste und größte Anwesen der Stadt? Nicht schlecht. Irgendwie seltsam, dass ich keinen anderen Dorfbewohner auf der Straße sehe. Ja, naja, ne, man ist halt am Meditieren und so. Das größte, eleganteste Gebäude, das ich von hier aus sehen kann. Das Fay-Anwesen. Der Ort, den Maya ihr Zuhause nennt. Seine Ausstrahlung kann einen leicht überwältigen. Okay, das ist alles das hier. Haben wir noch die Bushaltestelle, damit sind wir gekommen wahrscheinlich. Eine alte Bushaltestelle, auf dem Schild steht Kurain. Die Busverbindungen sind ziemlich unpraktisch, denn er kommt nur dreimal am Tag. Ach ja, typisch Dörfer, ne? Aber eine Telefonzelle, immerhin. Eine altmodische Telefonzelle, die passt gar nicht wirklich in die Gegend. Ja, vielleicht haben die Leute innen kein Telefon, weil, ne, das nicht klingelt, während du gerade Kontakt hast mit den Geistern und so. Deswegen haben die hier vielleicht nur draußen ein Telefon. Ich habe keinen Empfang mit dem Handy. Vielleicht brauche ich sie später also noch. Ah, okay, dann merken wir uns das mal, dass die hier ist. Mehr haben wir hier aber, glaube ich, nicht. Beweise sammeln ist noch nicht dran. Dann gehen wir doch mal in den Meditationsraum. Ich bin ja gespannt, wie Maya so wohnt, ne? Eigentlich würde ich lieber ihr Zimmer angucken als den Meditationsraum.
Ah, der sieht aus wie so ein Dojo, so ein bisschen. Das sind auch japanische Schriftzeichen da oben, ne? Ja, doch, bin ich mir sehr, sehr sicher, dass das japanisch ist. Nee, aber ich kann mich nicht mehr erinnern, was die heißen. Dammit. Schade, schade. Okay, aber Fey-Anwesen, Meditationsraum. Ah, Herr Wright, ich bin so froh, Sie zu sehen. Schönes Wetter haben wir heute. Sind Sie nicht froh darüber? Na, wahrscheinlich hat er heute einen Regenschirm mitgenommen. Jetzt kommt's. Nein, ganz und gar nicht. Diese dumme Wetterfrau hat schon wieder eine falsche Vorhersage gemacht. Es wird heute schütten. Das hat sie allen Ernstes gesagt. Ich kann es nicht fassen, dass sie solche fehlerhaften Berichte öffentlich senden. Mit dem Kerl über das Wetter zu sprechen, heißt, um Strafe zu betteln. Ey, er ist halt passionate, ne? Jeder hat so seine Interessen. Wie dem auch sei, dies ist ein prächtiges Anwesen. Kein Zweifel, schwer zu glauben, dass dies Meyers Haus ist. Man hat mir eine Karte dieses Gebäudes gegeben. Hier, Herr Wright, ich habe eine Kopie für Sie. Wir brauchen eine Karte? Oh mein Gott, Leute, ich wünschte, mein Anwesen wäre so groß, dass man eine Karte bräuchte, um sich zurechtzufinden. Andererseits vielleicht auch nicht. Ich glaube, Schlösser können actually zu groß sein, wenn du dann nämlich manche Zimmer so nie betrittst und da einfach jemand monatelang wohnen könnte, ohne dass du es merkst. Vielleicht habe ich zu viele Horrorspiele gespielt, aber still, ne? Das wäre mir dann, glaube ich, too much. So, dann zeig mir doch mal die Karte direkt mal. Achso, nee, Moment, das sind die Optionen. Hier, Fey-Anwesen-Karte. Achso, okay, naja, so groß ist es jetzt nicht. Ist aber auch nur ein Teil des Anwesens. Meditationsraum, Beschwörungsraum, Holzsteg, Nebenzimmer. Nicht Mayas Zimmer drauf, schade, schade. Na gut, darf ich mich hier sonst auch mal umgucken? Was haben wir hier? Irgendwelche Tücher, die sind unwichtig. Ein Stück Stoff mit einer Unmengen winziger Buchstaben darauf. Wahrscheinlich esoterische Weisheiten, die nur ein Medium kennt. Mal sehen. Hier steht was Lesbares. Es lautet 100 Tipps zum Geldsparen. Es ist sehr wichtig für Medien, ne? Das Medium scheint mal ein hartes Leben zu haben. Ey, in diesem riesigen Anwesen, ne? Das ist das Hustle-Mindset Phoenix. Meinst du, die hätten so ein fettes Haus, wenn die nicht den 100-Tipps-Kurs gemacht hätten? Okay. Ja, ich hoffe, Maya fängt nicht demnächst an, irgendwelche Telegram-Gruppen aufzumachen. Was haben wir hier? Diese Tür führt hinaus zum Holzsteg. Das Wetter draußen ist wirklich schön. Ah, okay, hier ist so ein Schuhregal, ne? Man darf ja wahrscheinlich nicht mit Schuhen hier drin rumlaufen. Also zumindest wenn es in Japan ist, ne, muss man Schuhe ausziehen. Eine Tür zum Beschwörungsraum, wo Geister und Menschen einander treffen. Das Eisen in dieser Tür wurde so gehärtet, dass es sehr stabil ist. Sieht aus, als hätte sie auch schon ein sehr starkes Schloss. Wird es später wichtig? Oh mein Gott, wartet mal ganz, ganz kurz. Ich habe eine Idee, ich habe eine Idee. Maya meinte doch im Vorspann so, sie war's, ne? Sie hat es getan. Und wahrscheinlich geht sie jetzt mit diesem Typen ins Beschwörungszimmer, wird die Krankenschwester, und die Krankenschwester ist so, du hast mich umgebracht wegen deines Fehlers, und erwürgt ihn oder so. Und später ist es dann mega wichtig, dass die Tür hier so ein Schloss hatte, weil dadurch konnte keiner rein und raus, und dass wir die Karte haben und so. Irgendwie sowas sehe ich jetzt kommen. Ich hoffe nicht, aber ich sehe es ein bisschen kommen. Völlig wilde Theorie, nur weil da ein Türschloss war. Okay, vielleicht sollte ich mich ein bisschen zurückhalten. Mal gucken. Eine begabte Person hat diese chinesischen Zeichen mit einem Pinsel geschrieben. Dammit, ist es doch nicht japanisch? Ich hätte schwören können, es ist japanisch. Na gut, okay. Dann chinesische Zeichen. Wenn Phoenix das sagt, der wird's wissen. Vielleicht kann ja mal jemand, ne, bei Google oder so gucken, was das heißt. Oder jemand von euch kann Chinesisch. Wäre natürlich sehr beeindruckend. Oh, sieh an. Das ist eine Übersetzung. Einmal im Leben. Das heißt, die Menschen sollen das Treffen mit den Geistern als einmalige Chance werten. Ah, okay. Phoenix hat schon übersetzt. Na, dann brauchen wir nicht. Dann haben wir hier, glaube ich, alles angeguckt und können mal mit dem freundlichen Herrn reden. Was hältst du denn von Maya? Also, wie haben Sie von Maya Fey erfahren? Eine Bekannte hat mir von ihr erzählt. Ein Mädchen, das Okkultismus studiert. Dieses Mädchen erzählte mir von diesem Dorf. Dies ist die Heimat der Kurain-Akademie der Beschwörung. Die Heimat... Achso, die Heimat? Hä? Und Frau Maya Fey ist eine Tochter der Meisterin, habe ich gehört. Meisterin? Sehen Sie diese Tür? Das ist der Raum, in dem Menschen und Geister sich treffen. Die Tante von Frau Maya ist gerade dort drin. Möchten Sie sie treffen? Ja, schon.
Heutige Beschwörung? Was läuft? Was werden Sie tun, sobald der Geist der Krankenschwester gerufen wurde? Ist das nicht offensichtlich? Ich werde Sie ein Geständnis unterschreiben lassen. Ein unterschriebenes Geständnis? Ja, also ich meine, sie hat Leute umgebracht, ne? Das will ich jetzt gar nicht in Schutz nehmen. Aber wenn ich die Frau wäre und ich würde aus dem Jenseits zurück, ich würde sagen, nö, und mich zurück ins Jenseits verpissen. Ich weiß nicht. Irgendwie würde ich denken, so mein Boss, das ist dann sein Problem so ein bisschen. Ich chill weiter im Himmel. Viel Spaß. Ja, ein Geständnis. Passen Sie auf, ich werde Sie Folgendes schreiben lassen. Vor einem Jahr, am 2. Mai, starben 14 Patienten durch meine Fahrlässigkeit. Und dann, am 24. Mai, schlief ich am Steuer ein und starb durch eigene Schuld bei einem Autounfall. Es tut mir leid und ich entschuldige mich dafür, fahrlässig gewesen zu sein. Das werde ich Sie schreiben lassen. Mit einem Geständnis kann der Regen, der auf meine Seele prasselt, endlich aufhören. Okay, ich verstehe. Alles klar, dann haben wir wohl alles mit ihm bequatscht. Können wir dann... Ja, in den Beschwörungsraum. Ach, und zum Holzsteg auch. Kann ich dann erstmal zum Holzsteg? Ich will mich ja hier auch ein bisschen umgucken, ne? Wenn ich hier schon mal im Fey anwesend bin. Wow, dieser Garten ist atemberaubend. Jemand hat viel Liebe hineingesteckt. Was ist das da drüben? Ein Verbrennungsofen? Der wirkt in einem solchen Garten ein wenig fehl am Platz. Okay, Leute, wieder Zeit, viel zu viel Geschichte in irgendwelche Beweise rein zu interpretieren. In diesem Verbrennungsofen wurde eine Leiche oder irgendwelche Beweise, die wurden da reingesteckt und zerstört, damit wir später dann nicht nachweisen können, wer es war. Das sehe ich auch kommen. Neue crazy Theorie nur wegen einem Detail. Was haben wir denn hier? Da drüben ist wohl auch noch ein Raum. Er strahlt eine friedvolle Stimmung aus. Ah, dann ist das bestimmt Mayas Zimmer. Was haben wir hier? Eine kaputte Vase? Eine wirklich alte Urne. Da drin ruht die Asche einer Person, die schon seit langer Zeit tot ist. Ja, aber warum ist die so kaputt? Scheint eine lange Geschichte zu sein. Abgesehen davon ist sie nicht sonderlich interessant. Wird Zeit, weiterzumachen. Wer hat die Urne umgeschmissen? Oh mein Gott, Leute. Noch eine Theorie. Der Verbrennungsofen und die Urne daneben. Jemand hat die Beweise versteckt und die Asche dann einfach in der Urne versteckt. Eine Urne ist ein Bombenversteck für Asche. Ne? Also das würde schon Sinn ergeben. So, hier ist der Ofen. Ein kleiner Verbrennungsofen. Ich glaube nicht, dass die Müllabfuhr zu so einem kleinen Dorf kommt. Also muss jede Familie ihren Müll selbst verbrennen. Verbrennt mal nicht euren Müll selber. Ich meine, I guess so Biomüll könnte man verbrennen, aber den kann man doch einfach auf den Kompost legen. Legt den doch auf den Kompost. Und was willst du so... Ja, okay, Papier. Papiermüll könnte man verbrennen. I guess. Könnte man aber auch recyceln, ne? Also, ich würde einfach mal grundsätzlich den Müll erstmal nicht verbrennen. Also, irgendwann probably schon, ne? So ist nicht. Es gibt ja Müllverbrennungsanlagen. Also auf eigene Faust. Verbrennt kein Müll auf eigene Faust, glaube ich. Was haben wir hier? Ein schöner Garten mit einer kleinen Lampe und traditioneller Dekoration. Ein bisschen klein, um darin spazieren zu gehen. Aber dieser Verbrennungsofen erregt meine Neugier. Ja, okay, aber den haben wir ja schon angeguckt, ne? Dann haben wir jetzt hier, glaube ich, alles durch. Und wahrscheinlich können wir auch nicht noch woanders hin von hier aus. Doch, wir können auch ins Nebenzimmer. Ja, na dann, let's go. Ach, hier sind Betten. Fernwesen Nebenzimmer. Schläft hier wirklich Maya? Das ist also das Nebenzimmer. Sieht eher aus wie ein Entspannungsraum. Oh, ein Entspannungsraum. Auf dem Boden liegt ein Bettzeug. In einem der Betten schläft wohl jemand. Ich sollte ihn nicht stören. Ach, wer schläft denn da? Jetzt tut's mir leid, dass ich rumlatsche, aber ich will mal gucken. Bettzeug liegt auf dem Boden. Schläft jemand da drüben? Das ist vermutlich ein erschöpftes Medium, das ein Nickerchen macht. Wenn ich es wecke, ist es vielleicht verärgert und verhext mich. Ja, stör mal nicht die Medien, ne? Ich sollte sie wohl besser nicht aufwecken. Ja, aber wer ist es denn? Kannst du dir einmal das Gesicht angucken? Wenn du jetzt schon in den Raum gelatscht bist, ne? Und vor allem auch, also guck mal, hier ist ja die Tür. Das heißt, er ist durchgelatscht und bis hier hinten hingegangen, um diesen Blickwinkel zu haben. Und da kann er nicht einmal auf das Gesicht gucken? Komm an, Phoenix. Das ist das erste Mal, dass ich so eine Schiebetür mit meinen eigenen Augen sehe. Von hier aus sieht der Holzsteg und der kleine Garten... Achso, von da sieht man den Holzsteg und den kleinen Garten im Innenhof. Okay. So, dann haben wir hier noch irgendeine Art Altar oder so, sieht es ein bisschen aus. Das ist eine kleine Nische. Ich habe keinen Schimmer, was die bedeutet oder symbolisiert. Ich finde, so mit dem Bild und dann diesem Topf davor und den Kerzen, das sieht
schön aus, auf jeden Fall. Wenn ich sowas in meinem Büro hätte, würde ich sie als Stauraum benutzen. Sie ist mit einer hübschen Vase und einer schön aufgehängten Schriftrolle verziert. So, dann haben wir hier ein seltsames Schwein. Achso, das ist eine Bärenstatue. Hoppla, ich dachte, es wäre so ein Wildschwein. Ja, eine dekorative hölzerne Bärenstatue. Am Sockel hängt eine Tafel. Kurain, das Herz der Beschwörung. Wie bitte, ein Souvenir? Heißt das also, dass man hier Bären sehen kann? Und die Bären sehen dich? Oh Gott, das Schluckgeräusch hat meinen Hals ein bisschen zerstört. So, okay, hier das andere Bett können wir nicht angucken. Dann werden wir uns wohl mal leisen Fußes wieder aus dem Nebenzimmer verkriechen. Allerdings, wenn hier schon jemand schläft, vielleicht, oh mein Gott, schon wieder völlige Theorie. Das ist die Person, wo wir später sagen werden, aber Moment, die hätte es auch gewesen sein können, weil die hat da geschlafen und deswegen hast du nicht den Beweis, dass Mayas war, weil es gibt noch eine andere Möglichkeit. Ne, so dieses Ding. Oh, ich glaube, das muss ich auch ins Bingo einbauen. Dieses, ne? Es gibt noch eine Möglichkeit und deswegen kannst du nicht beweisen, dass es das eine ist. So, dann gehen wir doch aber mal in den Beschwörungsraum. Oh, wow. Okay, holy shit. Das mit der Sauna war ein Spaß wegen dem Ruheraum, aber das sieht wirklich ein bisschen so aus. Wild. Aber richtig schön auch. Aber voll, also, voll die Feuergefahr hier drin, oder? Fällt mal eine Kerze um, ne? Wer hat die überhaupt alle angemacht? Wow, hier drin herrscht eine wirklich seltsame Atmosphäre. Diese flackernden Lichter. Ich schätze, das sind Kerzen. Ja, no shit, sind das Kerzen. Oh, wer ist sie denn? Und warum hat sie so ein Bier in der Hand? Werter Herr, wer mögen Sie sein? Ah, ich heiße Phoenix Wright. Oh, Sie müssen dieser werte Herr sein. Werter Herr? Meint sie mich? Sie sind ein Anwalt, nicht wahr, werter Herr? Die mystische Maya hat mir viel von Ihnen erzählt. Tatsächlich? Mystische Maya? Ich bin die Tante der mystischen Maya, Morgan Fay. Du hast eine beeindruckende Frisur, Morgan Fay. Aber ich liebe diesen kleinen pinken Sakura-Style-Kopfschmuck. Der sieht mega hübsch aus. Erfreut, Sie kennenzulernen. Ah, ich wollte mit Ihnen über ein bestimmtes Ereignis sprechen, werter Herr. Sie scheinen in Ihrem Eifer zu viel von der mystischen Maya zu verlangen. Das ist sehr unziemlich, fürchte ich. Hä? Sagen Sie nicht, Sie hätten es schon vergessen? Hätte die mystische Maya Sie nicht unterstützt, hätten Sie sicher nicht gewonnen. Erst läuft ein Mädchen weg und jetzt kritisiert eine alte Dame meine Arbeit. Der arme Phoenix, ne? Seit wann bin ich die Hauptfigur bei So mache ich einen schlechten Eindruck? Lassen wir die Vergangenheit ruhen. Reden wir über die Gegenwart. Danke. Ich will mich erstmal umgucken, wenn ich darf. Was ist denn hier für ein Aufsteller? Man sieht dem Wand schon sein Alter an. Die Ecken sind ziemlich ausgefranst. Die Schrift verblasst auch schon. Ich kann aber ein paar Buchstaben erkennen. Kurain. Ja, das heißt dann wohl, ich bin recht sicher. Vielleicht frage ich Maya später mal. Okay, stand da Kurain einfach? Ah ja, da stand Kurain. Sieht wie ein Altar aus. Was es auch ist, es scheint sehr wichtig zu sein. Ein spiegelartiges Objekt mit einer trüben, spiegelnden Oberfläche. Und einige Zweige eines heiligen Baumes wurden sorgfältig arrangiert. Werter Herr, wenn Sie bitte die heiligen Gegenstände nicht anfassen würden. Diese Gegenstände sind Opfergaben an die Geister. Wenn Sie sie berühren, werden Sie verflucht, werter Herr. Ja, verflucht. Sie muss wirklich nicht so auf mich herabsehen. So idiotisch bin ich auch nicht. Ja, ich weiß nicht. Phoenix traue ich schon ein bisschen zu, sich verfluchen zu lassen. Oh, den Boden können wir noch angucken. Hier sitzt wohl das Medium. Vier dieser Tatami-Platten... Tatami-Matten. Sorry, das kenne ich nicht, das Wort. Liegen hier auf dem Boden. Das Stroh der Matten fühlt sich etwas feucht an, obwohl von der Luftfeuchtigkeit. Okay, und haben wir hier drüben noch irgendwas? Die ganzen Kerzen können wir leider nicht angucken, nur den Ausgang. Der Meditationsraum befindet sich auf der anderen Seite dieser schweren Tür. Es gibt ein riesiges Schloss an der Klinke. Es fühlt sich an, als ob ein Vorhang die normale Welt von der Geisterwelt getrennt. Ah, das hast du schön gesagt, Phoenix. So, sonst ist hier aber nichts weiter. Das heißt, wir können uns mal mit der Dame unterhalten. Was haben sie denn so zu sagen? Erstmal über Maya, ne? Jetzt, wo sie es schon angesprochen haben. Warum fügen sie mystisch zu Mayas Namen hinzu? Ist das nicht seltsam? Werter Herr!
Ja? Wie können Sie der mystischen Maya gegenüber so respektlos und unverschämt sein? Tut mir leid. Sprechen Sie sie mit Ihrem Titel an. Sie müssen sie mystische Maya nennen. Also, was die mystische Maya angeht, Es ist das Blut. Entschuldigung, Blut? Die mystische Maya trägt das Blut der Meisterin in sich. Sie ist sogar die Letzte. Die Letzte? Was soll das heißen? Die mystische Maya ist die letzte rechtmäßige Erbin der Kurainer Beschwörungstechnik. Okay, also was ist ihre Rolle? Das ist etwas komplizierter. Ich gehöre zwar zu den Fays, stamme aber nur aus einer Zweigfamilie. Zweigfamilie? Wie meinen Sie das? Ungeachtet ihrer spirituellen Kraft kann ein Mitglied einer Zweigfamilie niemals Meisterin der Akademie von Kurain werden. Ach, das heißt, Maya ist hier wirklich, ne, so ein ganz großes Ding, ne? Also, wie mächtig sind sie? Es ist eine Schande, aber ich gebe es dennoch zu. Meine Kraft ist deutlich geringer als die der Meisterin. So ist das also. Das heißt, Maya und Mia waren wirklich die Erben von was richtig Großem hier, ne? Und Mia hat es hinter sich gelassen und ist ja jetzt auch gestorben. Das heißt, Maya ist die letzte Chance, die Linie weiterzuführen? So ist das also. Okay, na dann, heutige Beschwörung. Das ist also Mayas erste Beschwörung heute? Ja, werter Herr, die mystische Maya. Weil der Geist einer Person, die bei einem Verkehrsunfall stirbt, oft sehr stark ist, ist es für gewöhnlich leichter, diese Person in unserer Welt zu rufen. Verkehrsunfall, ganz recht. Die Beschwörung findet hier, in diesem Beschwörungsraum statt, werter Herr. Wie Sie sehen, bereite ich sie gerade vor. Okay, was machst du denn? Alle Kerzen anzünden? Ey, ganz ehrlich, damit war sie bestimmt 2 Stunden mit beschäftigt, ne? Also, dieser Raum ist der Beschwörungsraum. Der Platz, an dem ein Medium mit denen spricht, die vor uns gegangen sind. Ich nehme an, Sie haben nichts dagegen, wenn wir bei der Sitzung dabei sind. An so einen Unfug dürfen Sie nicht mal denken. Nur das Medium und der Kunde dürfen hier rein. Oh. Das Geheimnis der Kurainer Techniken darf nicht jeder sehen. Das hat Maya bisher nie davon abgehalten, sie vor mir anzuwenden. Es ist auch zu Ihrer Sicherheit, werter Herr, falls etwas schiefgehen sollte. Darum wird diese schwere Tür bei einer Beschwörung verschlossen. Oh, dafür ist das Schloss also da. Ah ja, haben Sie Pearl bereits getroffen, werter Herr? Pearl? Sie ist ein reizendes, engelsgleiches, junges Mädchen. Ja. Ah, dieses seltsame... Sie ist meine Tochter. Was wollten Sie eben sagen? Ich wollte sagen, dieses wunderschöne, engelsgleiche, bezaubernde Mädchen. Wundervollstes Mädchen, das ich je gesehen habe. Was für eine süße Tochter Sie haben. Ein reines Herz, das Böse der Welt nicht kennt, ist eine mächtige Sache. Ich ersuche Sie, nicht mit ihr in Kontakt zu treten. Ja, ist ja nicht so, als hätte ich die Chance dazu. Ich muss darauf bestehen und betonen, dass dies nicht passiert. Okay, okay, schon verstanden. Sie ist ein bisschen so ein Helikopter-Parent, oder? Gut, aber dann haben wir alles mit ihr. Dann gehe ich eben wieder raus. Wo soll ich denn jetzt hin? Wieder nach Kurain draußen? Hä? Was mache ich denn jetzt? Alles angeguckt? Ich kann mit ihm nichts mehr besprechen. Wo ist denn Maya eigentlich? Kann ich mit ihr noch was besprechen? Nö. Okay, dann gehe ich nochmal auf den Holzsteg. Ah, hier ist jemand. Hey Sie, bleiben Sie sofort stehen. Dieses Mädchen hat ein paar Fragen. Hm? Ich bin sicher, dass ich diesen südlichen Akzent schon einmal gehört habe. Oh, es ist Lotta. Es ist... Boah, wie hatte ich einen Lotta gesprochen? Das weiß ich gar nicht mehr. Aber es ist Lotta. Ah, also das soll mich doch. Es ist Phoenix Wright.
Wie läuft's denn so? Hab dich ja seit Jahren nicht mehr gesehen. Sie sind, Lotta Hart. Ja, genau. Ich weiß doch, wer sie sind. Sie sind Lotta Hart, nicht wahr? Bingo. Ich bin die einzig wahre paranormale Fotografin, Lotta Hart. Ah, dann sind sie wohl immer noch dabei. Bei der Fotografie, meine ich. Natürlich. Und heute schnappe ich mir eine echte Knüller-Story. Wart's nur ab. Oh, na gut. Wir haben keine Zeit, um Zeit zu verschwenden. Die Beschwörung fängt gleich an. Ist es schon soweit? Wir sollen uns beeilen und zum Meditationsraum gehen. Worauf wartest du noch? Komm schon. War das Lotta, die da geschlafen hat? Lotta Hart, Ich war wegen dieses Falls vielleicht etwas hart zu ihr. Aber ich schätze, wir hatten auch gute Zeiten zusammen. Wieso? So, okay, Meditationsraum. Das heißt, jetzt geht's los. Wir beginnen nun mit der Beschwörung. Mystische Maya und geehrter Gast, bitte betreten Sie den Beschwörungsraum. Endlich kann ich all diese nervtötenden Fliegen ein für alle Mal zerquetschen. Hören Sie mich? Nach dem hier können Sie kein schlechtes Wort mehr über mich sagen. Sie würden liebend gern hören, wie Sie sich entschuldigen, oder Herr Wright? Ich? Ja, gern. Mystische Maya, haben Sie den Schlüssel zum Beschwörungsraum? Okay, Leute, 100... Jetzt, also am Anfang habe ich nur wild theorisiert. Aber jetzt bin ich mir 100% sicher, irgendwas passiert in diesem Raum. Es wird so doll darauf geachtet, dass keiner sonst drin ist, dass die Tür abgeschlossen ist, dass da auch keiner reinkommt. Wahrscheinlich gibt es nur einen Schlüssel oder so. Wir schießen uns jetzt in beide Füße gleichzeitig, wenn wir die da reinlassen. Ich sehe es kommen. Jawohl, hier. Das ist sehr gut. Der Schlüssel ist ein Einzelstück. Bitte passen Sie auf ihn auf. Hab ich's nicht gerade? Ich sehe es kommen. Keine Sorge, Tante Morgan. Ich werde ihn nicht verlieren. Vertrauen Sie mir. Okay, Dr. Gray, fangen wir an. Endlich, los geht's. Klick. Nun wollen wir hier draußen geduldig warten. Ja, vielleicht ein bisschen meditieren oder so. Ist ja ein Meditationsraum, ne? Nehmen Sie sich etwas schön bitteren Tee und ein gigantisches Erdbeer. Oh, wie bitterer Tee kannst du behalten. Aber wie war das mit dem gigantischen Erdbeerdessert? Ein Moment, Oma. Oma? Wieso dürfen wir diesen Raum nicht betreten? Liebe Dame, Sie sprechen eine beeindruckende Sprache. Wo haben Sie sie gelernt? Was? Ich komme aus dem Herzen des Landes. Tatsächlich. Dann möchte ich Sie herzlichst bitten, dorthin zurückzukehren. Oh mein Gott, Morgan, chill mal. Shots feiert. Das war viel zu hart zu Lotta. Die Arme. Was willst du? Dies ist Kurain. Wenn Sie sich unseren Regeln und Traditionen nicht beugen, müssen Sie gehen. Irgendwie. Also ich will ja nicht, dass Leute in Mayas Familie Mörder sind. Aber wenn jemand Mörder ist aus Mayas Familie, dann diese Omi, ey. Entschuldigung. Wow, sie hat Lotta zum Schweigen gebracht. Das ist beeindruckend. Ich meine, sie hat schon recht mit, dass man Traditionen wahren muss, wenn man irgendwo hinkommt. Ne? Will ich gar nicht sagen, dass wir alle in diesen Raum lassen sollten und so. Aber ein bisschen höflicher könnte sie das sagen. Just saying. Nun gut, warten wir also. Ja, aber wie war das mit dem Erdbeerdessert? Huch! Peng! Hey, was war denn das? Das kam aus dem Beschwörungsraum. Noch einmal? Hey, das war ein Schuss! Entschuldigung! Ich kenne dieses Geräusch, das ist ein Schuss, da würde ich mir ein Afro drauf verwenden. Maya ist da drin! Die Tür aufbrechen oder morgen um Rat fragen? Okay, jetzt bin ich hin und her gerissen. Aber... ich frage mal morgen um Rat. Sie hat gerade gesagt, wir sollen eine Tradition respektieren und so. Ich weiß, Gefahrensituation und so, aber wir haben ja schon gesehen, dass Maya überlebt. Wir haben ja am Anfang mit ihr geredet und ich glaube, das am Anfang war später. Deswegen wahren wir jetzt die Tradition und fragen erstmal um Rat.
Frau Faye, was sollen wir tun? Gelbäugige Hühnerleber, worauf warst du? Brich die Tür auf! Aber der Schlüssel... Dieser Schlüssel ist einmalig. Auf der ganzen Welt gibt es nur diesen einen. Selbst ich kann diese Tür nicht öffnen. Es gibt wirklich keinen anderen Weg. Na gut. Gehen Sie zur Seite, ich werde die Tür aufbrechen. Warten Sie bitte! Diese Art von Leichtsinn! Jawohl, das nenne ich männliches Verhalten. Und der Typ ist tot. Ich hab's kommen sehen, ne? Dr. Gray! Klick! Erstmal ein paar Fotos schießen, ne? Ich wurde ermordet. Maya? Dieser Mann hat mich ermordet. Also tötete ich ihn. Was? Warte, unter diesen Umständen. Das sind die perfekten Umstände für ein paar Schnappschüsse. Wie immer auch sei, es geht ja eigentlich vor. Dieses Mädel, ist das Maya? Gehen Sie da weg! Überlassen Sie das hier mir. Beeilen Sie sich und rufen Sie die Polizei. Aber... Schnell, bevor es noch mehr Opfer gibt. Hey, komm, Stadtjunge, überlassen wir das hier der Oma. 19. Juni, Kurain. Mein Handy hat so weit draußen keinen Empfang. Also benutze ich die Telefonzelle, um die Polizei zu rufen. Und? Sie sind unterwegs hierher. Ach gut, Mann, oh Mann, ich sah ein echtes mysteriöses Phänomen. Sie wirkt wirklich aufgeregt. Ja, no shit. Also, gerade ist jemand gestorben und so? Ja, genau. Wer will's ihr verdenken? Ich wäre auch aufgeregt, ne? Okay. Mal gucken. Was hast du gesehen, Lotta? Hey. Dieses Mädel, Maya. Sie war nicht die, die geschossen hat, oder? Oh, ja. Lotta weiß ja nicht, dass sich Mayas Aussehen während ihrer Beschwörung verändert. Ja, und... Also, ich meine, man sieht sie hier nicht besonders gut. Aber ist schon wieder ihr Dekolleté größer geworden, oder? Glaube ich. Also, auf jeden Fall... Okay, wir achten da jetzt mal drauf. Die Kette, also ne, das, der Anhänger an ihrer Kette, da ist die Kleidung noch nicht zu. Ich gucke sie später nochmal an. Aber aus irgendeinem Grund kriegt sie immer große Bubis, wenn sie irgendwie bei jemandem ist. Ja, doch, habt ihr gesehen, wie tief das gerade ging? Eindeutig. Aber waren eigentlich nur zwei von denen drin? Chester muss es ja wohl gewesen sein. Dr. Gray? Lotta, was wissen Sie über Dr. Gray? Nicht viel, aber ich habe ein bisschen geschnüffelt. Das ist mal ein Typ mit einem echt schlechten Ruf. Wirklich? Ich habe gehört, er sei ein guter Chirurg und so, aber seine Persönlichkeit stinkt. Das ist auch der Eindruck, den ich hatte. Er hat echt einen Kontrollwahn. Sobald eine Schwester oder ein Patient nicht nach seiner Pfeife tanzen, flippt er aus. Muss echt hart gewesen sein, für ihn zu arbeiten. Okay, dann haben wir jetzt alles besprochen. Dann gucke ich mal, ob wir wieder reingehen können, ne? 19. Juni, Fernwesen, Meditationsraum. Ah, Herr Wright. Frau Faye, wie geht es der mystischen Maya? Sie ist zurück in dieser Welt. Die Geisttrennung hat funktioniert. Ich möchte sie bitte sehen. Sie ist immer noch bewusstlos. Ich möchte sie bitten, draußen auf ihre Genesung zu warten. Ich schätze, ich muss einfach warten. Aha. Polizei ist hier. Tut mir leid, dass sie warten mussten. Hä, du schon wieder? Was machen Sie so weit hier draußen, Inspektor Gumshoe? Ah, ist eine witzige Sache. Ich war gerade geschäftlich in der Gegend, Junge. Na, dann wollen wir doch mal den Tatort untersuchen. Ich werde später noch alle befragen müssen. Also bleiben Sie schön hier, in Ordnung? Warum grinst er mich so an? Soll ich Ihnen den Tatort zeigen, Inspektor Turnschuh? Mein Name ist nicht Turnschuh. Gumshoe, aber ist das besser? Die beiden sind in den Beschwörungsraum gegangen. Ich schätze, im Moment kann ich nur abwarten, was die anderen zu sagen haben. Kann ich hinterhergehen? Ich weiß, ich soll nicht, aber ich will mal gucken. Fernwesen, Beschwörungsraum. Die Polizisten laufen hier aufgeregt hin und her. Und ich kann Maya nirgends entdecken. Hey, du, nichts anfassen! Hören Sie, ich muss Sie dringend was fragen. Ah, schau mich nicht so an, als wäre ich ein gefühlloser Idiot. Ich sage was, Junge. Du kannst mir ein paar Fragen stellen, okay?
Okay, danke schön. Aber vorher will ich hier mal gucken. Hier zum Beispiel den Blutfleck. Ach, kann ich nicht? Und ich kann nichts angucken. Okay. Dann nicht. Dann reden wir wohl mit Gumshoe. Na dann, wo ist denn Maya? Wegen Maya. Ah, ich sage das nur unger Junge, aber so wie es aussieht, kann es nur dieses Mädchen gewesen sein. Ja, immerhin waren nur Maya und das Opfer in diesem Raum. Aber Maya ist... Ah, kannst du später weiter über sie befragen, Junge. Im Moment habe ich eine Aufgabe zu erledigen, die Beweise zu sammeln. Inspektor Gumshoe wirkt wie ein richtiger Profi. Und doch erinnert etwas in seinem Ausdruck immer noch an früher. Ey, was heißt denn hier richtiger Profi? Er ist schließlich Polizist, ne? Sei mal nicht so. Also, die Todesursache, ja wahrscheinlich Schüsse, ne? Also, Dr. Gray wurde mit einer Pistole erschossen, ha? Huh? Jemand schoss ihm in die Stirn. Aber er wurde auch mit einem Messer in die Brust gestochen. Was? Ein Messer? Nachdem er gestochen wurde, wurde er mit einer Pistole erschossen. Aha! Das heißt, wahrscheinlich hat ihn erst jemand erstochen und Maya hat dann nur noch auf die Leiche geschossen. Das wäre gut für Maya, ne? Also so, also es wäre jetzt die erste Idee, die ich habe, wie wir sie da noch rausholen könnten, ne? Weil eine Leiche zu erschießen ist, glaube ich, nicht verboten. Okay, hier ist niemand. Ist die Person hier im Nebenzimmer aufgewacht vielleicht? Ne, die schläft da immer noch. 19. Juni, Fernwesen, Nebenzimmer. Hm, ich bin mir ziemlich sicher, dass hier vorhin jemand schlief. Kann ich Ihnen helfen? Huch! Wer ist sie denn? Sollten wir nicht bald anfangen? Hä? Womit anfangen? Sie wissen schon, mit der Beschwörung. Beschwörung? Oh, nee, die Situation hat sich etwas geändert. Hä? Oh, wie meinen Sie das? Bitte bleiben Sie ruhig, aber es gab einen Mord. Ein Mord. Ist das, wo eine Person eine andere tötet, oder? Ja, eine Person hat eine andere Person getötet. Oh, das ist, wie heißt das Wort dafür nochmal? Es ist, totaler Mist. Ja, nach all der Mühe hat sie nur das zu sagen? Ah, Entschuldigung, ich vergaß mich vorzustellen. Ich heiße Inimini. Wie Inimini Mini Mu? Also Auswahl im Prinzip? Ich erforsche und studiere Parapsychologie an der Universität. Parapsychologie? Ganz genau. Ich glaube, die Leute nennen das okkulte Studien oder so. Übernatürliche Phänomene, Psi- und hellseherische Kräfte, sowas. Das ist ziemlich seltsam. Ich bin Phoenix Wright, Rechtsanwalt. Okay. Was hat sie da auf ihrem T-Shirt? Und schläft da noch jemand? Warte mal. Jetzt bin ich zu weit. Schläft da immer noch jemand? Ihre Bettdecke ist total verdreht. Werden Sie sie falten? Ich hatte ein richtig gutes Nickerchen und, ich dachte, ich lasse sie so. Dann ist für heute Abend schon alles vorbereitet. Ja, ehrlich gesagt, same. Bett machen, also vielleicht ist das controversial opinion, aber ich finde Bett machen so dumm. Dann nur, also wenn die Decke so normal im Bett liegt, ne, dass man, wie wenn man gerade aufgestanden ist, dann liegt sie perfekt da, dass man sich wieder reinlegen kann. Wenn die aber so gefaltet ist, musst du sie erst wieder aufhalten und so. Bett machen, unnötig, überbewertet, finde ich. So, aber zurück zu Inimini. Wer bist du denn? Also, was führt sie heute her? Ich habe Dr. Gray von diesem Ort erzählt. Er hat mich gefragt, kennen Sie ein gutes Medium? Dr. Gray sagte etwas darüber, dass ihm dieser Ort empfohlen wurde. Weil mit Toten sprechen und multiple Persönlichkeiten sind mein Ding. Ich verstehe. Warum machten Sie denn hier ein Nickerchen? Ich fühlte mich nicht gut. Hä? Ich bin allergisch auf Sesamsamen. Sie müssen ein wenig ins Mittagessen getan haben. Oh, das klingt unangenehm.
Also war mir schlecht und darum kam ich her, um zu schlafen. Es kommt mir voll vor, als hätte ich meine Zeit mit Schlafen verschwendet. Und was ist passiert? Sie haben also die ganze Zeit hier geschlafen? Ja, seit dem Mittagessen. Sie wissen also nichts über den Mord, der geschehen ist? Ich weiß gar nichts. Also Sie wissen schon, wurde umgebracht. Der Chirurg, der die Beschwörung verlangt hat, Dr. Gray. Oh. Kanntest du denn das Opfer? Dr. Gray und sie kannten sich, richtig? Ich kenne keinen Dr. Gray. Ach, wirklich? Dr. Gray hatte etwas anderes gesagt. Vor einer langen, langen Zeit war ich mal eine Patientin, ja. Klingt, als wolle sie etwas verbergen. Ja, aber eindeutig. Schlechteste Lügnerin ever. So, die Frage ist, was machen wir da jetzt? Ich kann ja, glaube ich, nicht beweisen. Ah, hier passiert irgendwas. Okay. Dann schauen wir mal, was hier passiert. Hier ist niemand. Wie üblich. Doch, das kleine Mädchen! Hey, wer bist du? Du bist Pearl, richtig? Schweigsam wie immer. Was hat sie denn da in der Hand? Das habe ich schon mal gesehen. Ja, das ist der Schlüssel. Kann ich den bitte haben, Pearl? Erstmal auf sie ansprechen. Was? Was ist los? Liegt es an meinem Haar? Zu stachlig? Nicht stachlig genug? Wenn, dann zu stachlig, ne? Ist sie hier ins Nebenzimmer gegangen? Nee, hier ist nur die. Wo ist sie denn hin? Ach, da ist sie wieder! Hä? Okay. Das Ding in der Hand. Was ist los? Okay, sie geht wieder. Vielleicht muss ich ihr irgendwas zeigen? Also zum Beispiel meine Anwaltsmarke, um ihr zu zeigen, dass ich Anwalt bin. Vielleicht hilft das. Nee, sie geht direkt. Sie will nicht mit uns reden. Anwaltsmarke hat auch nicht geholfen. Hier ist auch sonst niemand. Muss ich ihr die Karte vom Haus zeigen? Weil sonst habe ich ja eigentlich nichts, ne? Hier ist auch nichts Neues. Das hatten wir alles schon. Und ich habe schon versucht, ihr die Anwaltsmarke zu zeigen. Das heißt, ich versuche mal ihr den Plan zu zeigen, I guess. Tja, was mache ich jetzt? Bei ihr kann ich nichts mehr ansprechen. Hier ist sie. Aber das haben wir alles schon probiert. Mehr können wir hier nicht machen. Kann ich vielleicht mit dem Inspektor noch irgendwas Neues besprechen? Nein. Hä? Was mache ich denn dann jetzt? Muss ich sie einfach anschweigen? Muss ich einfach irgendwie eine Weile hier warten und dann passiert irgendwas oder so? Vielleicht müssen wir einfach ein bisschen Zeit vergehen lassen. Bisschen Staring Contest, Vertrauen aufbauen, ne? Du schaust mir in die Augen, ich schau dir in die Augen. Wir werden Freunde. Wir müssen nicht voreinander wegrennen, vielleicht, unter Umständen. Also vielleicht passiert irgendwas, wenn man wartet? Keine Ahnung. Aber jetzt haben wir auch schon eine Weile gewartet, ne? Tja. Nee, okay. Sie rennt immer direkt weg. Sie will nicht mit uns reden. Tja, und hier ist niemand? Habe ich irgendwas, was ich vielleicht... Kann ich hier noch irgendwas einsammeln?
Habe ich irgendwas übersehen? Unter Umständen. So, hier ist aber nichts weiter zu sehen. Oder muss ich nochmal raus? Warte, draußen vor der Tür waren wir lange nicht mehr. Da können wir nochmal hingehen. Moment. Bewegen. Hier hin. Ah ja, hier passiert was Neues. Okay, alles klar, das erklärt alles. Ha. Sie ist vermutlich verrückt vor Angst, nachdem direkt vor ihr ein Mord geschah. Lotta? Gott, lass mich nicht die Nächste sein. Ah. Erschrecken Sie mich doch nicht so. Was meinst du? Hab mich noch nicht erschreckt. Wenn ich nicht so tapfer wäre, dass wir jetzt eine weitere Leiche hier liegen. Mich? Okay, kann ich mit ihr noch was besprechen? Ja! Bitte, bitte hab Ideen, was wir machen können. Haben Sie etwas gesehen oder bemerkt, dass Ihnen komisch vorkam? Nee, naja, vielleicht diese eine Sache. Was denn? Mein armer Bauch ist nicht so gut darin, solche Sachen zu ertragen. Hä, was? Bücher und Geister und so, die zurückkommen, um mich zu holen, ist einfach viel. Was ist viel? Ja, Geisterfotografin zu sein. Das ist mir so gruselig. Warum wäre ich jetzt Promi-Fotografin? Auf der Jagd nach Fotos, an die sie vielleicht leichter rankommen? Mehr Glamour, weniger Gedärme? Hm. Was ist los? Oh ja! Was ist denn? Ich habe vorher ein paar heiße Bilder gemacht. Hä? Erinnerst du dich? Ich habe da drin ein paar Fotos geschossen. Ah, das stimmt. Sogar zwei. Der Seance-Mord. Das klingt noch nach was. Das wird eine einmalige Story. Lotta! Ja, tut mir leid, aber ich bin eben durch und durch Journalistin. Oh, hau ungern plötzlich ab, aber ich gehe noch mal rein. Ich muss vor dem Bullen da sein, um die Geschichte des Jahrhunderts zu kriegen. Ah! Ah! Okay, Lotta dreht ab. So kämpft man gegen Angst. Ich weiß nicht, was mir mehr Angst macht, Lotta oder die Geister. Und warum kommt es mir so vor, als hätte ich das schon mal erlebt? Nein, sie macht das, aber kannst du mir vielleicht die Fotos geben? Das wäre ja tatsächlich cool. Oh, gnädige Frau. Sie haben ein so untadeliges Timing. Also, was soll diese... die Aufregung? Alle mal hören. Du auch, Junge. Ich werde Ihnen jetzt einen kurzen Bericht geben. Im Moment sieht alles so aus, als würde die Untersuchung bis in die Nacht dauern. Eine schreckliche Schande. Ich schlage vor, dass dann alle hier unter dem Dach des Fey-Anwesens schlafen. Was für ein Schlamassel. Ich kann kaum glauben, wie verrückt dieser Tag war. Maya wurde verhaftet und von der Polizei mitgenommen. Und ich werde heute Nacht sicher keinen Schlaf finden. 20. Juni, 8.02 Uhr, Fey-Anwesen. Morgen, ich schätze, ich muss doch eingeschlafen sein. Ich hoffe, mit Maya ist alles in Ordnung. Ich sollte schnell zur Strafanstalt gehen. Ah, genau. Und hier war dann die Szene, die wir am Anfang gesehen haben, ne? Wahrscheinlich. Nick! Ich... Maya! Was soll ich nur tun? Ich hätte mir nicht träumen lassen, dass es so ausgehen würde. Beruhige dich, Maya. Atme tief durch. Wenn ich es recht bedenke, als ich sie zum ersten Mal traf, begann alles genau hier in der Strafanstalt. Ja genau, sie war ja des Mordes wegen Mia angeklagt. Maya, irgendwie bist du ein bisschen zu oft des Mordes angeklagt. Endlich. Jetzt sehe ich dich endlich wieder und... Es ist nicht deine Schuld. Du hast es nicht getan. Nein, ich habe es getan. Ich habe diese Person umgebracht. Aber das warst nicht du. Das ist egal. Ich hätte es genauso gut gewesen sein können. Ich war zu schwach. Ich konnte diese Macht des Geistes nicht kontrollieren. Also... Ich will den Fall zwar jetzt noch nicht erwähnen, aber... Du musst nicht nett zu mir sein. Ich verstehe das. Oh, arme Maya. Komm, erzähl mir mal, was passiert ist. Du bist also die Meisterin oder so der Kurain-Akademie für Beschwörung? Tatsächlich ist das im Augenblick noch meine Mutter. Aber der Titel von Mutter zu, da der Titel von Mutter zu Tochter vererbt wird, bin ich es wohl eines Tages. Aber viele Leute glauben, dass es Beschwörungen nicht gibt und alles nur Trug ist. Außerdem ist die Mutter nicht verschwunden? Ich dachte, die Mutter wäre verschwunden. Du glaubst uns doch, oder? Ja, weil ich es mit eigenen Augen gesehen habe. Wenn Maya einen Geist ruft, ändert sich nicht nur ihre Stimme, sondern ihre ganze Erscheinung. Ja, und ich möchte auch nochmal sagen, ihre Klamotten, ne, man sieht es jetzt hier,
sind weit über der Kette zu. Jedes Mal, wenn sie besessen wird, aus irgendeinem Grund macht das was mit ihrem Oberkörper. Was kann man machen, ne? Das ist ein übernatürliches Phänomen, das jedes Mal auftritt. Hier nochmal schön der Vergleich. Und auch diesmal ist es aufgetreten. Dr. Gray sagte, er wollte die Krankenschwester rufen, also muss Mayas Körper das Aussehen der Krankenschwester angenommen haben. Was ist denn passiert, Maya? Erzähl mal. Was genau passierte im Beschwörungsraum? Ich ging mit Dr. Gray in das Zimmer und verschloss die Tür und setzte mich ihm gegenüber. Okay. Wir schlossen die Augen und ich begann mit der Beschwörung. Das klingt irgendwie gruselig, wie der Anfang einer Spukgeschichte. Ja, ne? Wo ist das Ouija-Brett? Und das Letzte, das ist das Letzte, woran ich mich erinnere. Was? Wenn ein Geist meinen Körper betritt, verliere ich das Bewusstsein. Dann erinnerst du dich an gar nichts? Als ich wieder zu mir kam, hielt mich meine Tante im Arm. Und da war Blut überall an meiner Kleidung. Oh, aber ich erinnere mich an einen Traum, den ich hatte. Ein Traum? Was für ein Traum denn? Was für ein Traum hattest du während der Beschwörung? Ich kann mich nicht sonderlich gut daran erinnern, aber ich war tot und begraben. Ich konnte mich nicht bewegen und es war unerträglich. Ungefähr so war der Traum. Ich verstehe. Was soll man dazu sagen? Da war auch ein Geruch, der mir sehr bekannt vorkam. In der Erde? Ja, ich kann ihn nicht genau einordnen. Aber ich habe es auf jeden Fall schon mal gerochen. Ich schätze, mehr Informationen werde ich heute nicht bekommen. Ich komme später wieder, Maya. Bereite es in der Zwischenzeit vor, okay? Hä? S? Was meinst du mit S? Das Dokument, das mich zu deinem Anwalt beruft, natürlich. Aber was ist los? Bist du sicher? Ich meine, ich bin schuldig. Ich bin eine Mörderin. Das hat bisher noch niemand entschieden. Aber ich tat es. Ich tötete diese Person mit meinen eigenen Händen. Es reicht, Maya. Es ist hoffnungslos. Wenn du mich verteidigst, verlierst du mit Sicherheit. Hör auf! Weißt du, wie oft ich das in meiner Karriere schon gehört habe? Jedes einzelne Mal. Und weißt du, was dann passiert? Ich löse den Fall. Hilf mir. Nick, hilf mir. Ich habe Angst. Keine Sorge, das werde ich. Wann beginnt der Prozess? Vermutlich morgen. Wie üblich, keine Zeit zum Vorbereiten. Na gut, ich gehe jetzt. Warte. Dieses Schmuckstück, das ist ein Magatama. Es ist magisch und schützt mich. Gib es, Pearly. Ich bin sicher, sie leiten dir ihre spirituellen Kräfte. Leicht durchscheinend. Kleiner Stein mit großer Aura. Das Magatama, okay. Ja, dann gebe ich das mal Pearly und hoffe, sie redet dann mit mir, ne? Kurain. Ich muss Maya retten, komme was wolle. Ihr Leben steht auf dem Spiel. Was in aller Welt ist gestern in diesem Zimmer passiert? Okay, erstmal müssen wir Pearly finden. Ist sie hier, vielleicht? Im Meditationsraum steht allen Medien, ob jung oder alt, zur Verfügung. Sogar Medien in der Ausbildung, vermute ich. Aber heute ist er ziemlich leer. Vermutlich wegen des gestrigen Mordes. Ja, das könnte einen kleinen Dämpfer auf die Situation bringen. Ist Pearly noch hier vielleicht? Der kleine Pearl ist heute nicht hier. Vielleicht ist sie in der Schule? Vielleicht ist sie in dem Nebenzimmer. Und, mal gucken. Sie sind der Typ von gestern, der Zahnarzt-Typ? Nein, nein, ich bin ein Anwalt. Richtig, Herr Smith, euer Ehren. Es heißt Wright. Mein Name ist Wright. Smith, Wright. Nun, ich hatte drei Buchstaben, richtig? Ja, sie hatte drei Buchstaben, richtig, das stimmt. Sie begreift nicht, worauf es ankommt. Wie dem auch sei, warum sind Sie hier? Also, ich studiere Parapsychologie an der Universität und... Ja, das haben Sie mir gestern schon erzählt. Aber wegen der Sesamallergie haben Sie mir auch erzählt. Was ich wirklich wissen wollte ist, warum sind Sie heute noch hier? Das meinten Sie. Sie sagten, Sie hätten das deutlicher sagen sollen. Entschuldigung, mein Fehler. Nein, schon okay. Es ist wirklich...
Mhm. Das war's? Warum hörte sich sie nach einem halben Satz auf? Habe ich das... Also, worüber sprach ich gerade? Wenn Lotte ein weiteres echt mysteriöses Phänomen sehen will, hat sie ja eins. Na dann, meine Liebe, versuchen wir mal ein Gespräch zu führen. Ini Mini, was geht? Also, warum sind Sie heute noch hier? Hier gibt es so viel für mich zu untersuchen. Zum Beispiel? Die Medienausbildung oder wie die spirituellen Kräfte sich vererben. Ini, du bist schon mies verdächtig, ne? Also, deine Aussagen machen dich ganz schön auffällig, sag ich mal. Ich nehme an, dieses Dorf ist wohl doch das Wahre. Also, ich habe darum gebeten, noch etwas länger bleiben zu können. Sie wirkt wie ein sorgloser Mensch. Zumindest an der Oberfläche. Was passierte? Haben Sie von dem Mord gehört? Das ist voll furchteinflößend. Sagt sie mit einem albernen Lächeln im Gesicht. Also, Sie wissen was darüber, was mir weiterhelfen könnte? Okay, ich hab's mir anders überlegt. Sie ist doch nicht verdächtig, weil es ist so auffällig, dass schon wieder nicht verdächtig ist. Wisst ihr, was ich meine? Also, so würde sich niemand verhalten, der es dann wirklich war, glaube ich. Ich glaube nicht, dass sie die Realität mitkriegt oder was hier geschieht. So, und das Opfer? Wegen des Opfers, Dr. Gray. Ich weiß nicht, von wem Sie da reden. Moment, ich glaube, Sie haben mich gestern schon nach ihm gefragt. Das stimmt. Ihre Reaktion, als sie gestern fragte, war auffällig. Ja, wir brauchen kein Flashback, wir haben es gerade gesehen. Dr. Gray und Sie kannten sich, richtig? Ich kenne keinen Dr. Gray. Ach, wirklich? Dr. Gray hat etwas anderes gesagt. Hä? Vor einer langen Zeit war ich halt mal Patientin bei ihm, ja. Okay, sie verheimlicht mir definitiv was. Stimmt etwas nicht? Nee, ist alles schön. So, die Sache ist die... wo ist denn die Pearly? Die wollen wir doch eigentlich sehen. Können wir vielleicht an den Tatort nochmal? Beschwörungsraum? Mal gucken. Wie es aussieht, ist der Inspektor Gumshoe heute nicht hier. Diese Gelegenheit sollte ich nutzen, den Raum gründlich zu untersuchen. Wenn ich Glück habe, finde ich den ein oder anderen Hinweis. Den einen oder anderen Zeugen. Oh, Herr Wright. Guten Morgen. Ich bin auf dem Weg zu einem Treffen mit der mystischen Maya. Und ich dachte mir, ich bringe ihr ein paar Sachen, damit sie sich heimisch fühlt. So bitteren Tee, dass man die Zunge verliert. Und riesige Erdbeerdesserts. Oh mein Gott. Warum diese Kombi? Warum bitteren Tee zu den Erdbeerdesserts? Warum nicht Kakao oder so? Ich bin sicher, dass Maya sehr dankbar sein wird. Es heißt mystische Maya, werter Herr. Ach, sie ist wahrhaft eine unheimliche Dame. Ach, liebe, süße, mystische Maya. Pearl hat die ganze Nacht um sie geweint, so wie ich. Ich weiß, dass es wichtig ist, diesen Ort zu untersuchen. Aber ich sollte ihr auch ein paar Fragen stellen, solange ich die Gelegenheit habe. Ja, aber erstmal untersuchen. So, was haben wir hier? Ein wunderschöner und teurer Bandschirm. Ja gut, den hatten wir schon. Heiliger Text, aber sie kann ihn ja nicht lesen. Das ist ein Loch. Könnte das eine Kugel gewesen sein? Okay. Tatsächlich doch nochmal wichtig. Und ich dachte, den Text haben wir wirklich schon gelesen. Sieht wie ein Altar aus. Scheint auf jeden Fall sehr wichtig zu sein. Ein spiegelartiges Objekt. Und einige Äste und so weiter. Ich vermute, sie werden für die Beschwörung benutzt. Okay, das hatten wir aber wirklich schon. Dann sind hier eine Menge Kerzen und ein Teppich. Kann ich mir das Blut noch angucken? Ja, kann ich. Hier sitzt wohl das Medium. Vier dieser Tatami-Matten liegen auf dem Boden. Das Stroh der Matten fühlt sich etwas feucht an, wohl von der Luft... Ja, von dem Blut? Egal, was ich tue, meine Augen werden von der Blutlache in der Mitte angezogen. Okay, das war also das einzig Neue. Den Ausgang können wir auch nochmal angucken, dann machen wir das. Hinter dieser sehr schwer aussehenden Tür liegt der Meditationsraum. Das Schloss ist kaputt, weil ich es aufgebrochen habe. Es scheint unmöglich, aber ich habe es ziemlich stark beschädigt. Wenn wir etwas nur stark genug wollen, können wir ziemlich unglaubliche Dinge schaffen. Das ist weirdly motivational dafür, dass du die Tür aufgebrochen hast, um zu gucken, ob Maya noch lebt. Aber na gut,
Dann reden wir jetzt mal mit der lieben Dame. Was ist denn passiert? Meine Stimme wird langsam ein bisschen heiser, aber das schaffen wir noch. Ich würde gerne ein paar Fragen zu den gestrigen Ereignissen stellen. Sie meinen diese schreckliche Tragödie? Ja, die meine ich. Dieser Mann ermordete mich. Also tötete ich ihn. Maya? Gehen Sie da weg! Lassen Sie mir diesen Bereich. Beeilen Sie sich und rufen Sie die Polizei. Was ist in diesem Zimmer passiert, nachdem ich weg war? Nun, zuerst schlug ich der mystischen Maya auf den Kopf. Um sie bewusstlos zu machen, richtig? Das ist richtig. Dann führte ich die Geisttrennung durch. Geisttrennung? Der Geist dieser Schwester befand sich im Körper der mystischen Maya. Ich nutzte die Technik, um den Geist der Schwester wieder in die andere Welt zu senden. Ich frage mich, ob man eine solche Aussage überhaupt vor Gericht zulassen würde. Ich glaube kaum. Das ist ja auch das Problem, ne? Vor Gericht wird auf keinen Fall gültig sein, dass Maya besessen war. Und deswegen darf es Maya wirklich nicht gewesen sein. Nicht mal die besessene Maya. So, Beschwörungsraum. Apropos, was ist dieser Raum genau? Der Beschwörungsraum. Oh mein Gott, Leute, ich habe plötzlich eine Idee. Wartet mal. Diese Matten, er sagt ja immer, dass die feucht sind. Bestimmt ist unter den Matten ein Geheimgang versteckt oder so, wo der Mörder sich versteckt hat. Deswegen sind die so feucht, weil da so Höhlennässe herkommt oder so. Weil, überlegt mal, warum sollte dieser Raum feucht sein? Da sind ungefähr tausende Kerzen drinne. Das könnte sein, ne? Dieser Raum wurde eigens dafür gebaut, um eine Tragödie wie die gestrige zu verhindern. Wie meinen Sie das? Manchmal, wenn ein unerfahrenes Medium einen sehr starken Geist ruft, wird dieser Geist aggressiv und aufsässig, wie Sie gestern sahen. Aufsässig? Aber wie? Wenn ein Geist den Körper des Mediums betritt, verliert sie ihren Willen und ihr Selbst. Anders gesagt, der Geist leiht sich den Körper des Mediums, werter Herr. Aber ist das nicht ausgesprochen gefährlich? Ein erfahrenes Medium kann so einen Geist problemlos kontrollieren. Aber Maya, ich meine die mystische Maya, das war ihre erste Beschwörung. Und darum bestand ich darauf, die Tür zu verschließen. Aber ich habe nicht geahnt, dass die den Kunden selbst in Gefahr bringen würde. Ich bin dankbar, dass keines unserer Erbstücke dabei beschädigt wurde. Naja, außer diese Wand, ne? Die hat ein Einschussloch, aber sonst ist fein. Und das wäre... Dieser Wandschirm dort, er trägt die heiligen Schriften Kurains. Oh ja, genau der. Da habe ich ganz schlechte Neuigkeiten für Sie morgen. Zusammen mit der heiligen Urne Kurains ist er der wertvollste Besitz des Dorfes. Wenn ich jemals erfahren müsste, dass einem von beiden etwas passiert ist. Oh, die Unmenschlichkeit. Seltsam, dass sie sich unter diesen Umständen um den Wandschirm sorgt. Ich schätze, sie ist wohl doch nicht bloß ein alter, zerfallener Wandschirm. Wo ist denn Pearl? Also, wie geht es Pearl heute? Herr Wright? Ja? Pearl ist mein wertvollster Schatz auf dieser Welt. Pearl hat sogar verglichen mit der mystischen Maya die Macht, Meisterin zu werden. Das ist sehr beeindruckend, aber wo ist sie? Bisher haben sich die Frauen aus Zweigfamilien immer minderwertig gefühlt. Aber Pearl ist anders. Ihre spirituelle Macht ist so groß, größer als bei einigen Mitgliedern der Hauptfamilie. Pearl ist ein Beschwörungswunderkind und der Stolz der Zweigfamilie. Wow, jetzt kommt sie richtig in Fahrt. Wie dem auch sei, unsere Welt ist so anders als die ihre. Vielleicht hören Sie besser auf, werter Herr. Aufhören? Womit aufhören? Nun, also, ich glaube, es wird Zeit, mich zu verabschieden. In Ordnung, bitte richten Sie Maya meine Grüße aus. Wie war das? Ich meine der mystischen Maya. Ich werde es ihr ausrichten. Ja, mach das mal. Okay. Ich hoffe, jetzt ist Pearly irgendwo. Weil sonst weiß ich auch nicht weiter. Hier vielleicht. Ah, das sieht gut aus. Es kommt ein schwarzer Balken. Da ist sie! Pearl, hallo, beste Freundin. Ah, du hast mich überrascht. Und wie geht's dir heute? Ich schätze, sie ist nicht bereit für ein freundliches Schwätzchen. Sie hält immer noch etwas in der Hand. Sieht aus wie das, was sie auch gestern hatte.
Ja, der Schlüssel. Aber diesmal wissen wir, was wir hier präsentieren können. Und zwar das Magatama. Bitte sehr. Oh ja, Maya sagte, ich sollte dir das hier geben. Oh, oh nein! Jetzt stecke ich in Schwierigkeiten. Oh nein, tröste die arme Pearly. Wenn morgen uns so sieht, dann werde ich der Nächste sein, den sie beschwören. Das gehört der mystischen Maya. Hä? Sie hat wirklich gesprochen. Wer sind sie? Ich bin Phoenix. Maya und ich. Sie haben mit der mystischen Maya gearbeitet? Sie sind Herr Nick, richtig? Entschuldigung? Ich wette, ich weiß, woher sie das Nick hat. Ich weiß, wer sie sind. Sie sind der besondere jemand. Der mystischen Maya. Was? Dann, natürlich. Sie werden der mystischen Maya helfen, nicht wahr? Das werden sie tun, richtig? Naja, ich werde... Oh, wow. Das ist wie in einem wunderschönen Märchen. Der aufrichtige Blick, der hell in ihren Augen strahlt. Das muss wahre Liebe sein. Was? Wie kann mich dieses Kind in einen leuchtend roten Hummer verwandeln? Ich bin so eifersüchtig auf die mystische Maya. Was für eine wundervolle Beziehung. Moment, wir sind nicht, also die Dinge sind nicht so. Ist Maya nicht auch, wie alt ist Maya überhaupt? Ich dachte, die wäre auch ein Kind. Ich kann sehen, dass sie ein guter Mensch sind. Na gut, Herr Nick, ich bin zwar klein, aber ich werde Ihnen so gut helfen, wie ich kann. Okay, wir sind Freunde geworden. Schaut euch dieses unglaublich niedliche Mädchen an. Ich kann es kaum erwarten, mich mit ihr zu unterhalten. Pearl, wie geht's? Pearl, du bist doch mit Maya befreundet, oder? Ich bin sehr dankbar, sie zur Freundin zu haben. Sie ist so großartig. Ich will wie die mystische Maya sein, wenn ich groß bin. Ich bewundere sie wirklich. Wow, ich hatte keine Ahnung, dass Maya so... Wenn jemand den Titel Mystische Maya nicht benutzt, werde ich normalerweise wütend. Oh, tut mir leid. Aber bei Ihnen, Herr Nick, ist das schon in Ordnung. Weil für Sie sie besonders sind. Wo in aller Welt hat sie das bloß her? Apropos, das mag unhöflich sein, aber von welcher Beschwörungsakademie kommen Sie? Welche Beschwörungsakademie? Ja, ich studiere zum Beispiel die Kuraina Technik. Ich verstehe. Nein. Ich bin ein Anwalt. Ein Anwalt? Du weißt, was ein Anwalt ist, oder Pearly? Obwohl man mal sagen muss, auch für das mit dem Anwalt hat Phoenix nicht studiert, glaube ich. Also zumindest so, wie er sich manchmal verhält. Anwalt? Ja? Hat das irgendwas mit Medien zu tun? Nicht, dass ich wüsste. Moment, willst du mir sagen, du weißt nicht, was ein Anwalt ist? Oh mein Gott, Pearly, wie kannst du den wichtigsten Beruf der Welt nicht kennen? Tut mir leid, aber ich habe keine Ahnung. Maya sagte, dass Pearl nicht viel von der Welt da draußen weiß. Sag mal, was hast du da eigentlich in der Hand? Genau, bevor ich dir erkläre, was ein Anwalt ist. Erstmal das Wichtigste. Also, was hast du da, Pearl? Oh, das habe ich gestern gefunden. Wenn Sie es haben wollen, gebe ich es Ihnen. Annehmen oder ablehnen? Hä, natürlich nehme ich das. Let's go. Na gut, wenn du es mir wirklich geben willst. Sie sehen aus wie ein Kind in einem Spielzeugladen, Herr Nick. Sie spricht nicht nur sehr gewählt, sie lacht auch so. Ein grüner Metallschlüssel mit... Nee, ein alter Metallschlüssel mit einem grünen Stein in der Mitte. Herr Nick? Ja, Pearls? Ich darf dich doch so nennen, oder? Du bist eben zu süß für Pearl allein. Oh, so niedlich. Sicher, Herr Nick. Sind Sie sicher, dass dieses Magatama für mich ist? Ja, das ist schon okay. Man sagte mir, ich soll es dir geben. Aber ich kann doch so etwas nicht annehmen. Ich soll dieses Magatama nur mit spiritueller Energie aufladen. Spirituelle Energie?
Bitte, nehmen Sie das. Ich bin sicher, dass sie Ihnen helfen wird. Holy shit. Okay. Ja, sehr gerne. Wie meinst du das? Es wird die Geheimnisse der Leute sehen lassen. Die Geheimnisse der Leute sehen? Ja. Wenn es Ihnen recht ist, würde ich Sie gerne eine Weile begleiten. Ich zeige Ihnen die Macht des Magatama, wenn wir jemanden mit einem Geheimnis treffen. Ja, ich weiß schon, wen wir da treffen. Und zwar diese weirde Frau hier im Nebenzimmer. Meine Liebe, sag mir doch mal, was dein Geheimnis ist, ne? Hallo nochmal. Wir treffen uns heute aber oft. Oh, sie ist, total süß. Ist sie, ihre Tochter? Was? Nein. Was denkt sie denn, wie alt ich bin? Phoenix, ist er nicht so 25? Da kann man, naja, wobei... Wie alt ist das kleine Mädchen? Boah, jetzt komme ich völlig durcheinander mit den Altern, Leute. Sie könnte die Tochter sein, Maya und Phoenix könnten zusammen sein. Nichts macht mehr Sinn. Ich habe keine Ahnung, wie alt jeder ist. So, meine Liebe, dann sag mir doch mal, das Opfer, das kennst du also nicht, ja? Ich möchte mit Ihnen über das Opfer Herr Gray sprechen. Ich, kenne ihn gar nicht. Aha, bam, die Macht des Magatama. Was ist das? Huh? Sie können es sehen, oder, Herr Nick? Sie können die Blockade im Herzen der Person sehen. Was? Das ist die Kraft des Magatama. Nur Sie können diese psychischen Blockaden sehen, Herr Nick. Psychische Blockaden? Huh. Je stärker jemand seine Geheimnisse verbergen will, umso mehr Blockaden sehen Sie. Wenn Sie nur eine sehen, können Sie die sicher leicht durchbrechen. Durchbrechen? Aber wie? Bitte wenden Sie das Magatama der mystischen Maya auf diese Person an. Und dann lassen Sie uns diese Blockade beseitigen. Ich habe keine Ahnung, wovon sie spricht, aber ich probiere es aus. Bitte vorsichtig, Herr Nick. Wenn Sie einen Fehler machen, wird es Ihnen wehtun. Oh, shit. Wenn Sie glauben, dass Sie den benötigten Beweis noch nicht haben, müssen Sie aufhören. Okay, ich muss irgendwo anfangen. Versuchen wir es mit dieser Blockade. Na dann. Also ich muss das Magatama anwenden. Habe ich richtig verstanden, ja? Das Opfer. Oh Gott, okay. Inimini, ich glaube, Sie wissen, wer Dr. Gray ist. Ich sage es Ihnen doch schon. Wie oft soll ich mich denn noch wiederholen? Wenn Sie so total sicher sind, wo sind dann Ihre Beweise? Es mag zwar sein, dass Sie Gray niemals persönlich getroffen haben, aber ich denke, dass Sie ihn zumindest indirekt kannten. Wie meinen Sie das, indirekt? Ich sollte erstmal aufzeigen, dass die Möglichkeit dazu besteht. Also etwas, das eine Verbindung zwischen Ini und Dr. Gray nahelegt. Wir haben nichts. Oder? Also, was? Keine Ahnung, was? Was könnten wir... Was könnten wir jetzt zeigen? Nichts davon ergibt Sinn, eigentlich. Nee, ich glaube ehrlich gesagt, wir haben den richtigen Beweis noch nicht. Ich glaube, ich habe noch nicht genug Beweise. Ich sollte weiter ermitteln. Wir müssen uns nochmal umsehen. Können wir vielleicht... Warte mal. Wir müssen nochmal gucken. Also hier haben wir, glaube ich, jetzt alles untersucht. Achso, nee. Hier im Anwesen. Ich glaube, wir müssen nochmal gucken, was wir sonst noch so für Orte haben. Weil ich kann mir nicht vorstellen... Ah, und hier passiert auch noch was. Ja, okay, dann auf jeden Fall. Hey, du bist das, Junge. Ich werde, du wirst sie verteidigen. Ja. Oh. Das tut mir echt leid, Junge. Ich wünschte, ich könnte einmal auf deiner Seite stehen. Inspektor Gumshoe. Ja, ich soll sowas nicht zu dir sagen. Ach, du bist so ein süßes Kind. Ich beiße nicht, ehrlich. Wow, ich hätte nicht gedacht, dass Gumshoe Kinder mag. Hey, ich weiß was. Ich zeig dir was Tolles. Sieh mal, eine echte Pistole. Oh mein Gumshoe, ich wünschte,
Ich wünsche, so chillig wäre er drauf. Also, ich meine ja nur, ne? Wenn zu mir Polizisten kommen würden und sagen würden, guck mal, eine extra Pistole, ich wäre ein bisschen verängstigt, aber ich fände es auch ein bisschen cool. So, muss ich schon ganz ehrlich sagen. Ich bin zwar gegen Waffen, aber keine Ahnung, ne? Inspektor Gumshoe, Sie können ja doch nicht sowas Gefährliches zeigen. Oh, Entschuldigung. Okay, hat Gumshoe denn noch Neuigkeiten? Er hat noch Neuigkeiten. Okay, na dann, gucken wir doch mal. Gumshoe, was hast du zu berichten? Zu Mayas Schuld. Was ist mit Maya und den Dingen, die ihr vorgerufen werden? Ah, ich glaube nicht, dass du gewinnen kannst. Wir haben ein paar Beweisstücke. Sie haben Beweise? Ja, Junge. Die Fotografin mit der komischen Frisur wird morgen aussagen. Er meint wohl Lotta. Und wo wir gerade von Lotta reden. Ich habe vor ein paar heiße Bilder gemacht. Hä? Erinnerst du dich? Ich habe doch da drin einige Fotos von der Mordschiene geschossen. Lottas heiße Bilder. Ich frage mich, was ihre Kamera eingefangen hat. Naja, wahrscheinlich, dass nur Maya und der Typ da drin waren, ne? Abgesehen davon musst du das mittlerweile erkannt haben, Junge. Niemand außer Maya Fee kann es getan haben. Hm. Was soll ich jetzt Pearl erzählen? Okay. Es ist natürlich eine große Sorge, was wir Pearl erzählen. Aber... ich meine, ein bisschen was sollen wir Maya erzählen, ne? Also letztes Mal sollte sie doch zum Mord hingerichtet werden und alles. Okay, entschuldigt den kleinen Cut, aber ich musste langsam echt was trinken. Die Folge ist super lang. Ich will aber noch weitermachen, aber ne, meine Stimme. So, das Opfer. Was Dr. Gray angeht. Das Opfer war nicht richtig berühmt, aber die Leute kannten es trotzdem. Alle Boulevard-Sendungen haben letztes Jahr sein Gesicht gezeigt. Ja, ich weiß. Ich habe einige Zeitungen aus dem letzten Jahr durchgesehen und... ah, hast du da zufällig welche dabei? Welche, die Ini mit Gray verbinden? Hm. Hä? Ich habe doch einen Artikel ausgeschnitten, aber ich muss ihn verloren haben. Er durchsucht seine Taschen und die sind echt groß. Hm, er sah auch wirklich interessant aus. Hey, hast du eine Kopie, Junge? Eine Kopie dieses Artikels? Ich denke, Dr. Gray brachte vielleicht gestern eine Kopie mit ins Büro. Ah, das heißt, wir müssen im Büro gucken gehen. Okay, alles klar, weiß ich Bescheid. Morgiger Prozess? Wegen Mayas Prozess morgen. Ah, ich habe zwei Neuigkeiten für dich, Junge. Zwei? Ja, eine schlechte Neuigkeit und eine noch schlechtere Neuigkeit. Also, welche willst du zuerst hören? Ist mir egal. Es ändert ja eigentlich nichts daran, dass sie mir nicht gefallen werden. Oh, ich wünschte, hier hätte man auswählen können, ne? Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr gewählt hättet, was zuerst. Na gut, Junge. Nun, der Staatsanwalt des morgigen Prozesses heißt Von Karma. Was? Nein, Von Karma? Ich dachte, er ist im Knast. Was? Von Karma? Ja, genau. Den kenne ich doch. Manfred von Karma. Er war ein ehrfurchteinflößender, erfahrener Staatsanwalt. Er verlor in 40 Jahren keinen einzigen Fall und zog einen furchtbaren Schüler heran. Ey, wie hast du Edgy gerade genannt? Den Nachgeschmack des Bösen, den er bei mir hinterlassen hat, werde ich nie vergessen. Einen Moment. Aber stand Von Karma nicht vor Gericht und... das sind die noch schlechteren Neuigkeiten. Der Von Karma, den du morgen triffst, ist sein Nachfolger. Oh. Nachfolger? Ach, erzähl mir mehr. Wer ist denn der Nachfolger von Von Karma? Sein Bruder oder so? Also wer ist dieser Nachfolger von Von Karma? Junge, das ist buchstäblich das Kind von Staatsanwalt Von Karma. Ach so, sein Sohn. Mein Kind wurde schon mit 13 Staatsanwalt und hat noch keinen Fall verloren. Oh, shit. Sowas nennt man ein Wunderkind, Junge. Hm, Kind, hm. Einen Moment. 13? Das Kind wurde mit 13 Staatsanwalt? Ich meine, ein solches Wunderkind, davon hätte ich doch gehört. Oh, nein, nein. Das Kind wurde in Deutschland geboren und aufgezogen, Junge. Ach, hierzulande, ja. Okay. Da gibt es eine Menge Zeug und es eignet sich toll, um Talente zu entwickeln. Deutschland, hm? Richtig exotisch. Warum habe ich noch nie etwas von dieser Person gehört? Ugh, trotzdem. Wenn ich den Namen von Karma nur höre. Ja, das gibt echt Stress morgen. Kommen schreckliche Erinnerungen an diesen Fall wieder hoch. Ja, bei mir auch. Hm, genau, der arme Edgy. Den du gerade einen schrecklichen Nachfolger genannt hast, ne? Halt, komm drüber hinweg, Phoenix. Diese Person ist Vergangenheit. Genau. Ich bin gespannt. Von Karmas Kind, ne? Spannend. Aber wir wissen ja dann jetzt Bescheid, dass wir einmal in unser Büro müssen
und da hoffentlich diesen Zeitungsartikel finden. 20. Juni, Anwaltskanzlei Wright und Partner. Puh, fühlt sich an, als wäre ich eine Ewigkeit weg gewesen. Da war es nur ein Tag. Stimmt ja. Wo ist diese Zeitung, die Dr. Gray gestern mitbrachte? Da liegt sie doch. Ich sehe sie doch schon. Ah, hier ist sie. Auf meinem Schreibtisch. Das ist das Einzige, was er zurückgelassen hat, das hilfreich sein könnte. So, vor einem Jahr starben 14 Patienten durch einen Kunstflieger an Dr. Grays Klinik. Mist, aber da wird nicht zufällig diese Frau erwähnt, ne? Shit. Ich dachte, das wäre jetzt vielleicht der Beweis, den wir brauchen. Moment, wir gucken nochmal. Nee, mehr steht da auch nicht. Schade. Aber ansonsten wüsste ich nicht, ne? Aber dann bringe ich das vielleicht mal dem Gumshoe, der wollte den doch haben. Vielleicht gibt er uns dann was als Dankeschön oder so. Hier, Gumshoe, schau mal, was ich gefunden habe, extra für dich. Bitte sehr. Dr. Gray brachte das hier letztens in mein Büro und... Hey, das ist der Artikel, der über die Anklage wegen des Kunstfehlers. 14 Patienten starben und es gab einen Riesenaufschrei. Ja, aber das ist nicht alles, Junge. Danach wurde die Angelegenheit noch schlimmer. Meinen Sie den Autounfall, bei dem die Schwester starb? Hm. Oh, da ist er ja. Heute habe ich meinen eigenen Ausschnitt mitgebracht. Hier, Junge, der ist für dich. In Ordnung, danke. Cool. Ach, Mimi Mini, Schwester an Dr. Grays Klinik, stief am Steuertisch. Ach, das ist nicht zufällig die Schwester von Ini Mini, Mini Mini? Oh Gott, diese Namen. Okay, aber damit haben wir jetzt offiziell eine Verbindung. Cool, und ich dachte schon, wir machen was falsch. Na, gehen wir doch nochmal zu der Dame und konfrontieren die mal ein bisschen damit. Achso, sorry, voll in die falsche Richtung gelatscht. Also nochmal hier zum Holzsteg. Ich muss sagen, das Rumlaufen gefällt mir nicht mega. Ich wünschte, da gäbe es richtig eine Map. So, ne, wo man dann einfach die Map und dann kann man das Zimmer auswählen, wo man hin will oder so. So, dann möchte ich nochmal diesen Stein präsentieren. Dann kommen wir wieder in dieses Menü, hoffe ich. Genau, die Ketten, das Ding, das Opfer. So, wir klicken uns da jetzt mal durch. Also, etwas, das eine Verbindung zwischen Ini und Dr. Gray nahelegt. Dieser Artikel, nimm das! Sehen Sie sich mal diesen Zeitungsausschnitt an. Was ist das? Da geht es um einen Unfall? Lesen Sie bitte den Namen des Opfers. Mimi Mini. Mini ist ein ziemlich seltener Nachname, oder sehen Sie das anders? Frau Mimi Mini ist nicht zufällig eine Verwandte von Ihnen. Was auch ein Motiv wäre, dass sie die eigentliche Mörderin ist, ne? Vielleicht ist sie doch oberverdächtig. Boah, ich bin verunsicher. Sie haben es also bemerkt. Sie war meine ältere Schwester. Ich bedauere ihren Verlust sehr. Ihre Schwester, war sie eine Krankenschwester in Dr. Grays Chirurgieklinik? Die chirurgische Klinik Dr. Gray. Ich muss wohl nicht erwähnen, dass das Opfer Dr. Turner Gray die Klinik leitete. Und daher kannten sie Dr. Gray. Sie kannten ihn über ihre Schwester. Bam! Blockade zerstört! Nice! Und was sagt sie jetzt? Blockade gelöst. Cool. Na dann, erzähl doch mal. Bitte sagen Sie mir alles, was Sie über Dr. Gray wissen. Das ist Ihre Schwester? Also erstens sehen die sich ja mal gar nicht ähnlich. Und zweitens, ich weiß nicht, die sieht aus wie eine böse Barbie. Bin ich die Einzige, die das denkt? Der Name meiner Schwester war Mimi Mini. Sie war Krankenschwester in Dr. Grays Klinik. Das dachte ich mir. Ich hörte, dass Dr. Gray total streng war, der totale Sklaventreiber. Meine Schwester kam immer total schlapp und voll überarbeitet nach Hause. Schlapp? Ist sie deshalb im Steuer eingeschlafen? Der Typ, der hat meine Schwester so angetrieben. Darum kam es zu dem Unfall. Der Unfall, wo 14 Patienten wegen eines Kunstfehlers starben? Nein, der Unfall, wo sie mit dem Auto irgendwo gegengefahren ist. Ja, ich denke, das war auch die Schuld des Arztes. Meine Schwester wurde von den Erwartungen der anderen und ihren Pflichten getrieben. Direkt in den Tod. Oh, das tut mir sehr leid. Also, wir sind fertig. Ich habe allen schon meine Geschichte erzählt. Ach, allen außer mir? Verstehen Sie jetzt, Herr Nick?
So funktioniert eine psychische Blockade. Nun, ich plane nicht, in andere Herzen einzudringen, wenn es nicht nötig ist. Diese Blockade war ziemlich leicht, aber vielleicht treffen sie später auch Leute, wo die nicht so leicht nachgeben. Wenn sie nicht genug Beweise haben, müssen sie vorsichtig sein und rechtzeitig aufhören. Ja, das haben wir ja jetzt auch gelernt, ne? Das haben wir ja gemacht. Vorbildlich, ne? Okay, aber was machen wir jetzt noch? Nochmal mit dem... Mit ihm hier reden? Nee. Nochmal hier rein? Nee, hier ist auch niemand. Dann nochmal vor die Tür. Ich hätte ja eigentlich gerne die Fotos noch, ne? Das wäre noch toll, wenn... Ah, hier passiert was, wenn wir die kriegen. Herr Nick? Hm? Was ist los? Ich habe Corain noch nie verlassen. Wirklich? Wow, das ist ziemlich erstaunlich. Sie treffen sich mit der mystischen Maya, oder? Bitte bestellen Sie ihr meine Grüße. Hey, warte! Sie ist weggerannt. Schon wieder. Naja, ich kenne Inis Geheimnis jetzt, aber ich habe immer noch keine Ahnung, wie ich Maya retten kann. Ich weiß nicht mal, ob ich lächelnd oder ernst da reingehen soll. Okay, dann gehe ich nochmal zu Maya, I guess. Wir müssen ja schöne Grüße ausrichten. Strafanstalt Besucherraum, wo ist sie denn? Was soll ich nur tun? Die Zeit ist fast abgelaufen. Kann ich überhaupt etwas tun? Tut mir leid, dass du warten musstest. Hä? Das muss Maya sein. Es ist lange her, nicht wahr, Phoenix? Wer ist es? Diese Stimme. Oh, Mia! Du bist Maya. Aus Gründen. Ach, ohne mich hast du offenbar gelernt, auf eigenen Füßen zu stehen. Ja, ich weiß, wer Mia ist. Keine Sorge. Mia. Sie ist Mayas ältere Schwester und meine Mentorin. Ich erinnere mich. Sie war eine erstklassige Strafverteidigerin. Aber ein Fall zwang sie aufzuhören. Aber immer wenn ich Probleme habe, kommt sie her und hilft mir. Einfach so. Ihr Geist kommt aus der anderen Welt und leiht sich kurz Mayas Körper. Phoenix, so ein Gesicht kannst du vor einem Mandanten nicht machen. Hä? Huh? Ein Anwalt ist jemand, der lächelt, egal wie schlimm die Lage ist. Gerade dann. Mia, du kannst nur am Ende lächeln, wenn du unterwegs auch ein Lächeln im Gesicht hattest. Wie dem auch sei, so ein Gesicht wie jetzt darfst du deiner Mandantin nicht zeigen. Aber... Also erzähl mir davon. Ich schätze, dass meine Schwester mal wieder großen Ärger hat. Ich erzählte ihr, was in den letzten 2 Tagen passiert war. Mia schloss die Augen hochkonzentriert, während sie zuhörte. Ich verstehe. Mia, was soll ich tun? Es ist ziemlich klar, was ein guter Anwalt in dieser Lage tut. Und das wäre? Sag es mir bitte. Steh zu deinen Überzeugungen und kämpfe um den Freispruch deiner Klientin. Na danke, das ist leicht für dich zu sagen. Nicht schuldig? Du glaubst, Maya ist unschuldig? Was macht dich da so sicher? Ich weiß es. Und ich werde dir einen Tipp geben, woher. Ja? Medien können nicht träumen. Sie können nicht träumen? So wie du es mir erzählt hast, klingt es, als habe Maya bei der Beschwörung geträumt. Ja, sie sagte, dass sie träumte, sie sei gestorben und begraben worden. Aber das ist unmöglich. Sie hat es dir sicher gesagt, wenn sie ein Medium beschwört, verschwindet sein Geist. Das bedeutet, dass es ihm unmöglich ist, in dieser Zeit zu träumen. Dann, was heißt das? Ich denke, wir können davon ausgehen, dass Maya reingelegt wurde. Reingelegt? Du musst diesen Fall knacken und morgen zeigen, wie sie reingelegt wurde. Aber wie denn? Wie soll ich ihre Unschuld beweisen, wenn ich keine Hinweise habe? Wenn du einen Hinweis suchst, dann hältst du ihn bereits in Händen. Tatsächlich? Genau wie ich sagte, Phoenix, du hältst den Schlüssel bereits in Händen. Wirklich? Also sie meint den Schlüssel, ne? Komm schon, zeig mir den Schlüssel zu diesem Fall. Den Schlüssel, hm? Ja gut, dann zeige ich ihr den Schlüssel, den ich habe. Ja, wenn du möchtest, ne? Ich habe einen Schlüssel. Hier, viel Spaß. Mia, hast du diesen Schlüssel schon einmal gesehen?
Ah, der Schlüssel. Das ist buchstäblich der Schlüssel zu allem, was in diesem Fall geschah. Dieser Schlüssel? Phoenix, hör zu. Im Moment hältst du diesen Schlüssel in der Hand. Aber das sollte ja nicht sein. Das widerspricht den Fakten. Was meint sie damit? Ja, Maya müsste den Schlüssel haben. Es gibt nämlich eine Kopie des Schlüssels. Haha! Oder? Der Schlüssel wird morgen sicher der Beweis sein, der den Fall entscheidet. Du weißt bereits alles, was du wissen musst. Du weißt, was der Schlüssel zu diesem Fall ist. Das ist genug. Aber... Wie kann ich morgen gewinnen, ohne den wahren Mörder zu kennen? Wer könnte... Wahrscheinlich muss ich den wahren Mörder noch nicht kennen. Am ersten Tag geht es ja meistens nur darum, irgendwie dafür zu sorgen, dass die Person, die wir verteidigen, nicht verurteilt wird, ne? Damals wusste ich es noch nicht. Aber der Tag sollte mit einer Überraschung enden. Huch! Was? Was? Mir? Was? Was ist los? Stimmt ja, nur ich kann deine psychischen Blockaden sehen. Hä, heißt es, sie hat gelogen? Was bedeutet, Mia muss etwas über den wahren Mörder wissen. Aber wenn das so ist, dann ist es etwas, das sie sogar von mir verbergen will. Was in aller Welt geht hier vor sich? Naja, gut, wenn es jetzt wirklich die Tante war, ihre Schwester, vielleicht irgendwie sowas. Boah, aber wir haben es geschafft, endlich. Also nicht endlich, ne? Eigentlich will ich schon noch weiterspielen, aber huiuiui ist die Folge lang. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal bei der Phoenix Wright Ace Attorney Trilogy. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann!